Ihr vier habt gesagt, wir haben Bock auf Brainlag. Und das finde ich sehr gut. Ich habe Brainlag angefangen und dann vergessen, dass ich es fertig machen muss. Ich habe angefangen und dachte mir, ich mache Brainlag so unnützes Wissen. Kein Allgemeinwissen, sondern so random Sachen einfach. Und Thank dann God. haben wir Brainlag fertig gemacht. Spezifisch Carla hat Brainlag fertig gemacht. Und dachte sich halt, Tierheim Spendenstream, ich mache sehr viel Tiere rein. Sprich, es ist Brainlag, Tiere, Schrägstrich, unnützes Wissen. Das ist eine sehr komische Kombi, aber es ist okay. Genau, Franzi war noch nicht dabei, Wähler war noch nicht dabei, Linda und Philipp waren ein paar Mal dabei. Brainlag ist im Prinzip ein Jeopardy-Style-Quiz. Wir kriegen quasi hier, kann ich das anzeigen hier ganz kurz? Kann ich einfach so machen, ne? Weil ich habe gemacht, super. Wir spielen zwei Boards mit jeweils 25 Fragen. Und 5 Fragen pro Kategorie. Gehen der Reihe nach durch. Ihr wählt eine Frage aus. Da stehen immer Punktewerte drauf. Und dann könnt ihr alle unabhängig voneinander buzzern und mir eine richtige Antwort nennen oder eine falsche. Wenn ihr mir eine richtige gebt, kriegt ihr den Punktewert, der auf der Frage drauf stand. Bei einer falschen kriegt ihr 50% abgezogen. Ihr habt alle 2 Joker. Ich kann nicht mehr reden, bin schon komplett durch. Mhm. Das eine ist kein Risiko, sprich einmal, wenn ihr eine Frage falsch beantwortet, könnt ihr euch quasi einfach Minuspunkte wegstreichen lassen. Und das andere ist die Kaffeepause. Wenn Philipp dann irgendwann 5.000 bis 6.000 Punkte vorne ist, könnt ihr ihn eine Frage lang aussetzen lassen. Ist ganz praktisch. Vor allem, weil die letzten 5 Fragen auf jedem Board doppelte Punktzahl geben. Und da dann Leute aussetzen zu lassen, ist natürlich sehr praktisch, wenn jemand schon einen großen Vorsprung hat. Wow, die kurze Unterbrechung in diesem YouTube-Video. Ich bin hier immer noch live gerade aus einem Gaming-Haus, weil wir 100 Stunden Livestreamen für das Tierheim Berlin. Und es ist so unglaublich, dass Flo mich einfach von einer Kamera auf die andere switchen kann, ohne Vorwarnung. Und das hat er bestimmt hingekriegt. Hast du es hingekriegt? Sehr gut. Und wenn Flo das hinkriegt, dann kriegt ihr das bestimmt auch hin, auf den ersten Link in der Videobeschreibung zu klicken. Das ist mein Livestream, vorbeizugucken. Damit wir einfach ein bisschen mehr Spenden zusammenkriegen, okay? Würde mich freuen. Bis gleich. Und das ist im Prinzip das meiste. Ihr könnt mit Maustaste oder mit Leertaste buzzern. Das probieren wir auch gleich mal aus, indem ich hier auf mein Prime Base gehe. Linda, stopp. Dein Buzzer funktioniert super. Ich hab ihn ausprobiert. Ja. Twitch Prime. Twitch Prime ist kostenlos. Das stimmt nicht mal. Mehr kostenfrei. Mehr kostenfrei ist natürlich absolut richtig. Super, wir probieren jetzt ganz kurz noch den Buzzer von Philipp aus. Ja. Kann nicht. Warum nicht? Ist noch rot gerade der Buzzer. Oh, er ist noch rot. Jetzt. Dude. Jetzt. Und dann den vom Wähler. Ist Wasser, soll der weiß sein oder rot? Weiß. Okay. Dude. Sehr gut. Funktionieren alle. Das ist ganz klasse. Twitch Prime ist mehr kostenfrei. Ganz klasse. Ist natürlich absolut. Wo sind meine Punkte? Gibt keine Punkte für, ist die Testfrage. Kann ich leider nichts für geben. Stark, ja. Erste Task beendet. Fand das sehr stark von mir. Ja, war wirklich sehr gut. Ich klatsche einmal. Und danke, danke. Dann würde ich einfach reinstarten. Wir suchen random den ersten aus, der anfängt, oder die erste. Und dann geht es einfach der Reihe um. Nichts damit zu tun, ob ihr Fragen richtig oder falsch beantwortet. Einfach der Reihe nach. Okay, let's go. Okay. Ja, rein. Boah. Wähler. Fangen mit dir an. Yeah. Wenn ich nichts vergessen habe, und ich glaube, ich habe nichts vergessen, kannst du mir gerne die erste Frage picken. Ich glaube, ich probiere einfach mal 200 Tierfell. 200 Tierfell. Je. Gebe ich dir. Tierfell ist sehr einfach. Ich erkläre euch vorher mal die Kategorie und was ihr genau machen müsst. Das ist relativ entspannt. Tierfell ist sehr leicht zu verstehen. Ihr seht Fell von einem Tier, ihr buzzert und ihr müsst mir sagen, welches Tier das ist. Check ich. Eigentlich die Tierart oder muss es auch die Rasse sein? Was ist der genaue Unterschied zwischen Tierart und Rasse? Keine Ahnung, aber wenn es jetzt eine Katze ist, gibt es ja verschiedene Katzen. Ich kann dir sagen, wenn es eine Katze ist, dann reicht mir Katze. Okay, aber wenn es ein Löwe ist, zählt Katze nicht. Nein. Weil es ja auch eine Katze ist. Nein. Ich will einfach das. Ich bin ja auch kein Tierarzt oder Tierexperte oder so, ne? Ich habe hier eine Antwort und ich will die Antwort hören, die da steht. Und da diskutiere ich danach auch nicht. Vor allem nicht mit dir. Gut. So. Ja, ich will. Ihr seht das erste Bild. Hast natürlich recht. Na? Erste Bild seht ihr in 3, 2, 1.
sehr schnelle. Nee, also ja. Bevor wir ja, überhaupt anfangen, machen wir heute mal einen Deal. Philipp, du buzzerst nicht innerhalb immer von einer halben Sekunde. Das habe ich nämlich schon durch mit ihm. Lass mich doch erstmal antworten, vielleicht habe ich ja auch Schwachsinn gemacht. Ja, ich hoffe. Ich sage, das ist ein Stinktier. Philipp fängt an und sagt, es ist ein Stinktier. Und es ist natürlich absolut falsch. Wähler. Lemur. Hallo? Ein Lemur für 200 Punkte wäre natürlich komplett crazy, wenn das wirklich ein Lemur ist, weil 200 Punkte für ein Lemur wäre sehr wenig. Naja, so das Ringelschwänzchen. Mal gucken. Lemur. Ist absolut korrekt. Es ist ein Lemur. Ich hatte gedacht, das ist ein Waschbär. Lemur ist absolut korrekt. 200 Punkte auf dein Konto. Stinktier ist... Ich war falsch, Philipp. Tut mir leid. Ja, es gibt bestimmt auch Stinktiere, die so aussehen. Ja, bestimmt. Philipp. Ja. Ich möchte mein Herz für Tiere sehen und das mittlere nehmen. Mein Herz für Tiere... Das mittlere. Achso, ein Herz für ein Tiere. Ein Herz für Tiere, ja. Mein Herz für Tiere. Bei ein Herz für Tiere... Da gehen wir Richtung Tierarten, was du gesagt hast, Philipp. Ich werde euch jetzt die Namen von Tierarten vorlesen, ohne das Tier zu nennen. Nacheinander. Kriegt immer mehr, es sind immer 5 Stück. Und ihr könnt jederzeit buzzern und mir sagen, zu welchem Tier die Art gehört. Na? Check ich. Ist jeder verstanden? Super, dann fangen wir mal an. Verstanden. Mit Trakehner. Pferd. Was? Pferd. Oh mein Gott. Trakehner sind Pferde. Trakehner sind Pferde? Sind Falabella auch Pferde? Sind auch Pferde. Und Westfalen? Westfalen sind auch Pferde. Und gibt es nicht Nordrhein-Westfalen? Ja, okay. Das auch. Shetland auch und der Mustang auch und Pferd bei... Woher kennst du denn Trakehner, Franzi? Trakehner. Ich war mal ein Pferdemädchen. Ich auch, aber... Oh no. Ich schon wieder weg. Oh no. Pferdemädchen, Smash Lunatic, 350 Punkte. Pferd ist absolut korrekt. Wow. Strong. Das hat war wirklich strong. Hast du ausgezahlt, dass du mal ein Pferdemädchen warst? Ja. Oh, habt ihr ja so nur diese Karten, die man sammeln konnte, so von wie unterschiedlichen also Autos, Quartett, unterschiedliche Pferde Quartett. Und so, ja. Pferdequartett. Okay. Pferdequartett, ja. Und so PS und sowas vergleichen kann. Ich habe damals gekauft. Ich habe immer die Wendy gesammelt. Ja. Akena. Boah, wild. Ja, kam aus der Pistole geschossen, war sehr krass. Ja, übel. Trakehner. Wie wäre es denn mit... Wer weiß sowas? 400. Wer weiß sowas? 400. Können wir gerne machen. So, das hat jetzt natürlich absolut wirklich was gar nichts mit Tieren zu tun. Finde ich super. Es ist komplett random. Es ist absolut random. Wer weiß sowas? 400. Ohne jeglichen Tierbezug. Wofür steht die Abkürzung RAM? Oh, das ist nicht eigentlich wissen. Kann ich Flo anrufen, Telefonjoker? RAM? Das muss ich eigentlich wissen. Das ist halt echt schlecht. Die gute Ausbildung. Die Minuspunkte, ne? Die machen es jetzt, ne? Ja, ich habe halt auch ein Null. Dann bin ich direkt im Minus. Das will man ja nicht. Würdet die Hälfte verlieren, das sind 200 Punkte. Denkt drüber nach. Amen. Es hat nichts mit Nudelsuppe zu tun, den Tipp gebe ich. Random Access Memory. Random Access Memory. Random Access Memory. Ich wollte euch gerade einen Timer geben, weil ich dachte, es kommt nichts mehr. Warum musst du das wissen, Franzi? Weil ich damals eine Ausbildung zur Fachinformatikerin gemacht habe. Okay, dann sollte man das wissen und du hast es gewusst. Das ist natürlich sehr gut. Cool. Hast dich gerettet. Random Access Memory. Responsibility irgendwie im Kopf und dann war ich voll verwirrt. Scheiße. Responsibility war falsch gewesen. Random Access Memory. Ja. Korrekt. Oh, das habe ich aber auch mal gehört. Aber das ja, ich habe mich auf Tiere vorbereitet. Ja, also ich auch. Ich habe Tiere gebüffelt hier. Ja. Oh Mann, ey. Das ist lustig, weil Philipp vor 20 Minuten zugesagt hat.
Ich habe mir seit 20 Minuten stinkenden Videos angeguckt. Ja. Tierquiz. Naja. Ist einfach Tierquiz bei YouTube eingeben. Du schaust ja hoch, dass die Fragen sind. Ja, da kamen schöne Trigger über Stinktiere. Ich dachte, jetzt habe ich es aber. Naja. Sehr gut. Vielleicht kommt ja noch was, ne? Franzi. Ja. Ich hätte gerne den Ohrwurm für 400. Den Ohrwurm für 400. Okay. Der Ohrwurm 4400 funktioniert folgendermaßen. Es sind einfach nur ganz normale Songs, aber ein Tier steht im Titel. Ich will von euch nur den Songtitel wissen. Interpret ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Und genau, ihr hört in 3, 2, 1 den ersten Song. Mann! Oh fuck. Das war dieser Hippo-Song. Ich weiß nicht. Scheiße. Hippo-Song. Dieser komische. Ich brauch schon den genauen Titel. Hier, in the jungle, the lion sleeps tonight. The lion sleeps tonight. The lion sleeps tonight ist die Antwort. Da war aber ganz knapp. Ich hätte dich gerade schon runter erzählt. Entschuldigung, the das war mal dieses Musikvideo, wo dieser Hippo da stand, ne? The Lion Sleeps Tonight ist absolut korrekt, Mann. Smalu, Lion Sleeps Tonight, absolut korrekte Antwort. Stark. Dafür gibt's 400 Punkte von mir. Geil. Nehm ich. Und wir sind wieder bei Wähler. Ich würde einfach wieder nochmal mit Tierfell gehen. Tierfell 400. Nochmal mit jetzt Tierfell. Jetzt kommt das Stinktier. Jetzt kommt das Stinktier, Philipp. Da bin ich aber gespannt. Mein Finger ist so ready. Er ist vorbereitet. Tierfell 400. Ihr seht eine Nahaufnahme von einem Tier. Ihr antwortet und sagt mir, welches Tier ihr seht. Für 400 Punkte in 3, 2, 1. Ein Wal. Wähler hat gedrückt, aber ich habe gedrückt. Linda, du hast nicht gedrückt. Wähler hat gedrückt. Ich dachte, deswegen, Entschuldigung, ich habe geschrien. Das ist okay. Die Haut eines Wales ist aber noch kein Fell, wenn das jetzt ein Wal ist. Da muss ich aber die Regie mal kritisieren. Dann kannst du gerne nochmal reinhören, was ich gerade gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, ihr seht gleich eine Nahaufnahme von einem Tier und sagt mir, hat was das gesagt ist. Und es gibt einen Grund, warum ich das gesagt habe, weil wir hier natürlich, wie Wähler gerade gesagt hat, einen Wal sehen. Absolut richtig. 400 Punkte. Stark. Das ja. hätte ich auch gesagt, aber ich bin zu langsam. Ich habe sehr genau nochmal auf mein Wording geachtet, Philipp. Da kannst du mich nicht rankriegen mit. Du bist so Philipp, smart. Kritik bitte am Ende des Formats. Sehr gut, Wähler. Ja, ja. Ich bringe die schnell. Kritik morgen selber vorbei oder übermorgen. Sehr gut, sehr schnell und 400 Punkte auf dein Konto. Nimmt mal mit. Über 400 hier Euro Spenden ans Tierheim, ne? Ja, 400 Euro, das ist eine ordentliche Menge. Oder 4000. Stimmt, warum nicht? Ich habe vorhin schon gesagt, stellt euch mal vor, jeder einzelne Zuschauer auf Twitch, der da gerade zuguckt, spendet 1000 Euro. Boah. Das wäre richtig viel Geld. Das ist realistisch auf jeden Fall, ja. Philipp, gib mir gerne die nächste. Ja, also ich wollte mal ein paar Punkte und ich glaube, ich nehme mal Ohrwurm. Ein paar Punkte. Ohrwurm, ja, so einen schmackhaften 300er. Einen schmackhaften Ohrwurm 300er. Kannst du gerne haben. Ja. Okay. Diesmal hätte ich gerne nicht nur den Titel, sondern auch den Interpreten, okay? Ach du Scheiße. Ich ändere das jetzt einfach. Ich habe das einfach, ich habe mir ausgesucht, dass das jetzt anders ist. So gemein. Es wird schwerer hier. Ja, es wird einfach schwerer. On the fly. Und den Song hört ihr hoffentlich nur einmal, Philipp. In 3, 2, 1. Maroon 5 Animals. Maroon 5 Animals, kam es an? Ja, also bei mir kam gerade halt mal so ein halber Ton an, bevor du gebuzzert hast. Kann ich mal alle ein bisschen entspannt machen? Ich komme gar nicht daher. fühle. Ja, also Franzi, was hast du gesagt? Maroon 5 Animals. Maroon 5 Animals. Wir hören einfach nochmal ganz kurz rein. Ja, das kann ich. Du musst bei hier Worldwide Wohnzimmer mitmachen, bei Songs Battle erraten. Ja, das kann ich. Na ja, jetzt gerade, es ist sehr offensichtlich Maroon 5 und es ist Animals, ja, absolut richtig, 300 Punkte. Gehört. Das war nicht so schnell. Absolut schnell. Das war komplett insane. Wollen wir so machen, dass jeder seine Punktzahl am Ende der Runde ans Tier spendet?
Minuspunkte. Ich krieg einfach 100 Euro dazu. Wäre geil, oder? Ja, Franzi, was, wie findest du das? Klingt gut, oder? Ist eine sehr gute Idee. Das sollten die Leute machen, die Geld haben können. Also ja. So. Ja, dann musst du weniger... Dann musst du, ja. Darf ich nicht mehr so viel wissen. Können wir mal Boomer Braindeck spielen, wo man nicht so schnell sein muss? Schätzen 350 in der Mitte, das ist natürlich praktisch, weil ihr hier ein Textfeld kriegt. Boah, da muss man nicht buzzern. Ihr müsst hier jetzt gleich nicht buzzern, ihr müsst in euer Textfeld reinschreiben, ihr müsst es nicht bestätigen oder so. Am Ende des Countdowns, und ich zähle euch das runter, zählt einfach das, was drin steht. Hier sehen wir auch gerade eine sehr krasse Duality zwischen Philipp und Franzi. Philipp schreibt, spendet Geld fürs Tierheim, und Franzi schreibt Penis. Wir sehen das alles. Jeder hat andere Prioritäten, das ist okay. Sehr gut. Okay. Erste Schätzfrage. Na? Der, der am nächsten dran ist, der kriegt die volle Punktzahl. Bei Gleichstand kriegen einfach zwei Leute die volle Punktzahl. Wenn ihr eine Punktlandung schafft, kriegt ihr von mir 50% obendrauf. Sag ich jetzt einfach mal so. Und die erste Schätzfrage ist, wie schnell kriechen Faultiere? Boah. Die Antwort bitte in Metern. In Gefahrensituationen. In Gefahrensituationen, ja, wenn die so richtig... In Metern? In Metern pro Stunde. Bitte die Antwort. Meter pro Stunde. Ich könnte mir vorstellen, dass die so übel abgehen in Gefahrensituationen. In Metern pro Stunde. Ja, in Metern pro Stunde. Wie viele Meter kriegt ein Faultier, das so richtig in Gefahr ist? Eine Stunde. Ja, komm. Ich sag mal. Eine Stunde. Oh, in einer Stunde? In einer Stunde. Ich überlege gerade, wie schnell ich in einer Stunde in einer Fahrensituation bin. Aber und kriechen das... auch, ne? Nicht laufen, also kriechen. Naja, das ist ja bei mir ähnlich. Denkt ihr einfach mal drüber nach, wie, wenn ihr laufen würdet. Wie, ich bin schon so. Wie viele Kilometer kommt ihr denn in einer Stunde ungefähr? Und dann ist natürlich die Frage, wie schnell ist ein Faultier im Vergleich? Locker doppelt so schnell. Ja. Ja, komm, ich sag, das ist so. Ich sag das auch so. Ich glaube, das ist es. Gebe euch jetzt mal einen Timer. Wäre auch cool, wenn die eigentlich voll schnell sind, aber die ganze Zeit nur so tun, dass sie langsam sind, aber in Gefahrensituationen dann immer weglaufen können. Kennst du den Film Zoomania? Nee. Flash! Ja, der ist sau langsam. Aber Autofahren, hör mal. Autofahren. Da brettert er da richtig los, hör mal. Ist doch richtig schnell. Aber die Frage ist nicht, wie schnell Faultiere Auto fahren, sondern wie schnell sie kriechen. Und da haben wir jetzt 5 verschiedene Antworten. Und die gucken wir uns kurz mal an. Ja? War einmal 6,9 Meter pro Stunde von Linda. Sehr langsam. Das ist schon wirklich sehr langsam. Die sind schnell, die sind langsam, auch wenn Gefahr ist. Aber ich finde das sehr gut, Linda. Ja. Und 69 von Franzi. Er war 69 und 6,9. Ja. Dann haben wir aber Vela, ist ein bisschen höher als Linda mit 11 Metern. Ja, kriegt auch sehr langsam, aber doppelt so weit wie das Faultier von Linda, fast. Und Philipp mit 50 Metern pro Stunde. Aber, guck mal, wenn die nur so 5 Meter die Stunde schaffen, die müssen ja auch was essen. Wie kommen die denn zu ihrer Nahrung und sowas? Die verhungern ja einfach, bevor die was da sind. Die essen nur so selten. Aber naja, in einer Gefahrensituation isst du ja nichts. Also. Ja, aber das ist ja dann Topspeed quasi. Das heißt, normal sind sie viel langsamer. Ja. Ich glaube, die können nicht so schnell. Wie weit kommt denn ein Mensch in einer Stunde ungefähr? Ich schaffe 13 Kilometer. Weiß ich nicht. In einer Stunde? Das ist ja Quatsch, Philipp. Das stimmt. Jetzt schon wieder. Beim Schwimmen. Beim Schwimmen? Das glaube ich auch nicht. Okay. Ja. Okay. Ich schätze so, ein Mensch läuft irgendwie so 7 bis 10 Kilometer in einer Stunde. Und das Faultier ist ja in Gefahr, ne? 7 bis 10 ist okay, glaube ich. So. Faultier ist im Vergleich sehr viel langsamer, aber nicht ganz so langsam, wie ihr dachtet. Das ist 270 Meter die Stunde schnell. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Das kriegt schon in der Stunde 270 Meter, ist jetzt nicht so wenig. Das war schon krass, ja. Krass.
Sprich, die sind doch gar nicht so schnell. Ist schneller als ich? Was ist das? Aber die in der Stunde, Leute. Ja, das kann ja eine Stunde gehen. Wir haben schon sehr langsam gepokert, das muss man schon sagen. Ihr habt alle sehr langsam gepokert und Franzi freut sich drüber. Die ist nämlich nicht nah dran, aber die ist am nächsten dran. Und dafür gibt's 350 Punkte. Geil. Ja, sehr gut. Was Franzi, gefällt mir das schon mal? In 4 Stunden schaffen die einen Kilometer. Ja. Schon nicht viel. Stell mir vor, du brauchst für einen Kilometer 4 Stunden. Ist ja voll scheiße, oder? Geht. Aber guck mal. Ich brauch beim Schwimmen für 2 Kilometer eine Stunde. Das heißt, ich bin doppelt so schnell wie ein Faultier beim Schwimmen. Oh, das ist krass. Schreib das bitte unbedingt so in dein Bewerbungsschreiben rein, in dein Lebenslauf. Wenn man das so hört, ist das ganz schön armselig, oder? Und doppelt so viel wie ein Faultier in Gefahrensituationen, muss auch dazu schreiben. Ist ja wichtig. Ja, ich schwimme doppelt so schnell, wie ein Faultier in Gefahrensituationen kriecht. Ja, wenn das krass. So richtig Angst hat, dann legt das halt nochmal einen Zahn zu. Gut, Franzi, beim nächsten dran. 350 Punkte auf dein Konto. Und du darfst mir auch gerne die nächste Frage geben. Ich mochte den Ohrwurm sehr gerne, deswegen nehme ich Ohrwurm 500. Ja, aber du musst auch dran denken, wenn du den Ohrwurm gerne magst. Am Ende geben die Fragen doppelt so viele Punkte. Ah, ja, stimmt. Sprich, ändert jetzt aber nichts, ist schon eingeloggt. Ja, zack. Haben wir schon genommen, okay. Knallhart hier. Ja, da bin ich knallhart, ja. Das ist okay. So, hätte ich von euch gerne wieder nur den Songtitel, okay? Ich ändere das einfach jedes Mal, wenn ich Bock drauf habe. Und den Song hört ihr... In 3, 2, 1. Nee, du verarschst mich. Das kann nicht. Nee. Keine das, Chance. Das Zähl runter, runterzählen, schnell. Hör doch zu reden. Chamäleon. Aber ich weiß den Interpreten nicht. Scheiße. Kammer, Chamäleon. Titel reicht doch, oder? Come and go. What? So, jetzt, du sagst Chamäleon, richtig? Also... Chamäleon. Chamäleon. Karma-Chamäleon. Karma-Chamäleon. Ist das deine finale Antwort? Ja. Songtitel ist... Karma-Chamäleon. Das stimmt, Franzi. Ich habe dir das so ein bisschen durchgehen lassen und Chamäleon wäre falsch gewesen. Karma-Chamäleon ist richtig. Ja. Aber es war so impressive, dass du das nach dem ersten scheiß Ton hattest, dass ich da ein Auge zudrücke. Und dafür gebe ich die 500 Punkte. Die hast du jetzt, glaube ich, auch. Franzi, ich hätte das 20 Sekunden hören können und hätte den Titel noch nicht gewusst. Dass du das nach einer Sekunde hast, das war crazy. Ist illegal. Oh, wo mag ich? Das ist eine gute Kategorie. Ja. Das war wirklich nur ein Ton. Du hast eine Sekunde gehört, Franzi. Ja. Junge, was ist hier los? Ja, aber gleich kommt wieder irgendwie Tierfell, was ich nicht erkenne wahrscheinlich. Da seid ihr wieder krass. Oder wir nehmen Ohrwurm 600. Wenn wir schon dabei sind, Franzi, willst du lachen? Oh, okay. Oh, du nimmst quasi die Punkte einfach aus dem Feld. Es reicht mir jetzt hier mit den Ohrwürmern. Okay. Das ist smart. Ich hoffe, ich höre jetzt was. Diesmal hätte ich von euch gerne wieder den Songtitel und den Interpreten, weil ich das einfach jedes Mal ändere, wie ich Bock drauf habe. Ja? In 3, 2, 1. Ja, das kennt man. Das ist Crocodile Rock. Du hast nur gewartet, bis ich es im Song sagen! Ja, aber gerade bis es zum dritten Mal sagen. Wem ist denn das super, eigentlich? Wer ist denn der Interpret? Von Joe und den Krokus. Philipp? Ja? Du kriegst am Ende 300 Euro mehr von mir. Das ist nicht Crocodile Rock? Doch. Das vielleicht. Du hast doch gesagt den Titel nur, oder nicht? Ich hab diesmal gesagt den Titel und den Interpreten. Du hast nicht aufgepasst. Ich hör dir einfach nicht Philipp, zu, Mann. Hör mir doch mal richtig zu. Das gibt's doch nicht. So. Hör doch mal. Ich hab's nötig. Kriegt von mir alle einen Timer jetzt, okay? Kannst du dir sparen, danke. Okay, kann ich mir sparen. Darf man da mal reinhören, damit man vielleicht den Interpreten nochmal vielleicht raushören kann? Also ich kannte das Lied jetzt nicht, aber vielleicht kann man es irgendwie raushören. Ihr dürft gerne nochmal reinhören. Aber ihr kriegt trotzdem auch einen Timer. Ja. Ist aber ein Banger.
Ich habe F5 gedrückt. Okay, ist vorbei. Stopp. Das hört sich so 80s-mäßig an. Das, ist auch das klingt ultra geil. Das ist, glaube ich, mein neuer Lieblingssong. Das ist jetzt durch, ne? Also keiner von uns hat jetzt gebuzzert. Keiner quasi, von euch ne? hat gebuzzert. Die ist es, geht ich, wollt, ich hatte Angst. Ich hatte Angst zu buzzern. Es hat sich ja ein bisschen nach Elton John angehört. War das Elton John? Das war in der Tat Elton John mit Crocodile Rock. Philipp hat mit Crocodile Rock gehabt und es. Joe Crocodile war auch eine, ganz knapp. So eine hohe Stimme. Nein, Joe und die Crocodiles, bitte, ne? Joe und die Crocodiles war fast richtig. Joe und die Crocodiles mit dem Song Crocodile Rock. Ja, war ich mir jetzt echt unsicher, aber ich kenne den Song auch nicht. Also, naja, ich hätte mir die Punkte gegeben. Ja, aber ich bin ja der, der die Punkte vergibt. Ja, das ist das große Problem hier in dieser Quiz-Show. Ja, sehr oft zwischen dir und mir. Wähler, gib mir gerne nächste. Ah, ja. Ja, ich bleibe auch beim Tierfell. Mach ich die 500. Tierfell. Ja, warte, die machen erst später mehr Punkte, ne? Ja. Am Ende. Ja, dann mache ich 300 zuerst. Wenn's noch Tierfell geht. 300. Tierfell 300. Ihr seht wieder eine Tier-Nahaufnahme von mir. Also ich habe die nicht gemacht, aber wir haben die halt rausgesucht. Im Berliner Zoo. War krass am Ball gewesen. Ja, ich war da so mit meiner Kamera so irgendwo auf der Welt, wo das Tier halt lebt. Ne? Und die Haut seht ihr in 3, 2, 1. Das ist ein... Oh, achso, oh, du hast gesagt. Nee, sag ruhig. Also ich würde sagen, das ist ein Chamäleon. Philipp sagt ein Chamäleon. Ja. Die meisten Leute wissen ja nicht, wie man das Tier richtig ausspricht. Philipp weiß es, es ist ein Chamäleon. Aber ist es auch die Haut von einem Chamäleon? Gucken nochmal drauf. Ist es das, Philipp? Es sieht sehr chamäleonmäßig aus und das ist natürlich absolut richtig. 300 Punkte für dich. Wow. Aber du bist trotzdem noch im Minus. Danke cool, für den Hinweis. sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und die nächste Frage darfst du mir raussuchen. Ja, dann wollen wir mal hier ein paar mehr Punkte holen. Ich hole mir jetzt mal Wer weiß sowas 500. Mal weg von den Tierfragen, ne? Wer weiß sowas 500. Philipp, kannst du gerne haben, klar. Gerne, danke. Hat wieder überhaupt nichts. Hat wieder überhaupt nichts mit Tieren zu tun, tatsächlich. Gar nichts quasi. Die Frage fällt mir gar nicht, muss ich sagen. Die Frage fällt mir gar nicht, aber ich lese sie natürlich trotzdem vor. Wer weiß sowas für 500 Punkte? Wer ist neuer Trainer der deutschen Fußball... Geil, das sind Fragen, die finde ich gut. Wow, toll. Da kannst du mich jagen mit, ehrlich. Da bin ich raus. Das ist Julian Nagelsmann. Ja, stimmt, Julian. Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Ach du Arschloch! Ich wusste es. Übergeben die mit Lostool. Philipp und seinen Drückern immer. Nee, ich hab Philipp nur verarscht. Es ist natürlich Julian Nagelsmann. Okay. Ja toll, Mann. Oh, Mann. Ich hätte das dir auch zugetraut. Gewesen, Alter. Das wär's doch jetzt gewesen. Ich hätte mal gepackt, weil für 500... Hätten wir das so on the fly verändern können, Flo? Ja, oder? Wer ist denn bei den Frauen momentan? Wurde auch gewechselt, oder? Ist nur Spaß, ist nur Spaß. Frauen wurde auch gerade erst gewechselt, das hat übelst gepasst. Ja, gute Frage, ne, Philipp? Weiß ich nicht. Das wäre so lustig gewesen. Es wäre echt lustig. Horst-tubisch, ja. Es wäre echt lustig gewesen, aber die 500 Punkte kriegt Philipp. Damit ist er wieder im Plus. Super. Was ist denn hier? Fußballfragen? Ja, weiß ich doch nicht. Nee, geil. Können wir mal einen Fußball-Brainlag machen? Mhm. Ja. Da würde ich dann mit Minus rausgehen. Fairerweise, ich glaube, die ist wirklich von Carla. Fairerweise wusste Carla nicht. Richtig. Metashi hätte auch keine Ahnung von Fußball gehabt anscheinend und wir wussten nicht, dass Philipp da ist. Deswegen, wir haben damit nichts zu tun. Aber Linda, du kannst mir gerne die nächste Frage geben, wenn du willst. Schätzen 350. Wieder reingeschätzt hier. Da kann man was schreiben, da muss man nicht buzzern. So. Wo bin ich? Okay. Da, eine Sekunde. Ganz kurzer Double-Check.
perfekt. Nächste Frage. Schätzfrage, wieder ein Textfeld. Wie groß können Giraffen werden? Oh. Schon groß, ne? So eine Giraffe, ja. Maximal? Was ist denn da? Warte mal, wo, darf man fragen, von wo du rechnest? Also vom Kopf bis zu den Füßen oder vom Rücken bis zu den Füßen? Na, vom Kopf. Okay. Und dann so die größte jemals gelebte Giraffe oder so durchschnittlich die größte? Was ist denn hier unsere Quelle? Ist es die größte Giraffe, die jemals existiert hat? Oder? Da muss ich kurz mal nachfragen. Ich frage mal kurz in der Regie nach. Na? Okay, pass auf. Wir reden hier vom durchschnittlichen Giraffenbullen. Der durchschnittliche gemeine Giraffenbulle. Der durchschnittliche Giraffenbulle. Ja, das Ding mit dem müssen wir ein bisschen spezifizieren, quasi. Keine Giraffendame, sondern ein Giraffenbulle. Giraffenkuh, weiß ich nicht, wie das heißt. Guck mal, die haben ja schon lange Hals, diese Giraffen, ne? Ich überlege gerade, so ein 3 Meter Sprungbett im Schwimmbad, ne? Das an das habe ich auch gedacht. Das ist ja schon echt hoch, so. Und danach habe ich mir den Fünfer vorgestellt. Und ja, genau. Wenn so ein 5-Meter-Turm an mir vorbeiläuft, wäre das schon impressive as fuck. Ja. Ich gebe euch jetzt mal einen Timer. Nee, komm, dann gehe ich einfach mit meinem ersten Guess. Kann ja keine Punkte verlieren. Wir machen nochmal 10 Zentimeter mehr. Einfach mal frech sein. Das war wirklich sehr frech von dir, Philipp. Ja? Weil es jetzt genau dadurch richtig ist, ne? Hast du es nämlich sehr knapp gemacht, tatsächlich. Sehr, sehr knapp. Oh. Sehr, sehr, sehr knapp. Der durchschnittliche Giraffenbulle. Ja? Wie groß wird der im Durchschnitt? Das ist die Frage. Auch wenn das noch nicht dasteht, aber spezifisch wollte ich den Schätzwert von euch haben. Und da habe ich vier verschiedene Antworten gekriegt. Einmal von Franzi 6,9 Meter. Boah, halbes Hochhaus, ey. Respektabel. Das wäre sehr groß. Und dann haben wir hier einmal 5,4 Meter, 5,5 Meter und 5,5 Meter. Ihr seid einfach alle sehr, sehr nah aneinander. Also, jetzt sind locker so 5,7 oder sowas jetzt. 5,45. Nee. Das ist falsch. Es sind nicht 5,4. Es sind auch nicht 5,5. Es sind 6 Meter. Oh! Aber dann bin ich immer noch nicht an das nächste dran, sondern die 5,5 war, ja. Ne? Scheiße. Oh, damit sind Linda und Vela, Basel und Vela, beide sehr nah dran. Wir hatten auch durchaus mal 6 Meter da stehen, Mann. Aber ihr habt alle immer so ein bisschen leer gewabbelt. 6 Meter wäre richtig. Ja, das ist große Tiere, aber cool. Ich bin nicht mehr nur Deko, ich habe Punkte. Ja, Punkte, Punkte. Yeah, yay. Kommen ja die doppelten auch noch. Und sehr, sehr viele Punkte und Fragen offen. 6 Meter, ja. 6 Meter, die sind groß, ne? Chonky und groß. Ja, ich habe mir die richtige Frage ausgewählt. Ich sag's, wie es ist. Super. Matzi. Ja, also ich weiß, dass... lass uns den Orbum für 200 nehmen. Den Orbum für 200? Ja, den nehmen wir. Ja, warum nicht? Den machen wir auf, komm. Mir reicht diesmal wieder nur der Titel. Na, Philipp? Nur der Titel? Nicht der Interpret. Ich sag's mal jetzt wieder auf einmal nur der Titel. Ich verstehe das schon, Desk. Ja, siehst du mal. In 3, 2, 1. Ich will Oma drücken! Von, Scheiße. The Crocodiles. Rocky. Da, reicht dir Rocky? Nein, da ist ja nicht Interpret, ne? Den Titel. Den Songtitel bei euch. Achso, reicht du nur. Ja, dann Eye of the Tiger. Franzi sagt Eye of the Tiger. Vela hat gesagt Joe and the Crocodiles. Oh, bitte bin ich richtig. Auch ganz bitte geil, bin ich richtig. Gesagt. Es ist Eye of the Tiger. Klar. Richtig. Scheiße. Das war erkennbar. Franzi, du bist beim Ohrwurm sehr schnell. Und tatsächlich hat jede einzelne Ohrwurmfrage, die wir beantworten konnten, Franzi beantwortet. Nee. 600, die wurde nicht beantwortet, die zählt quasi nicht. Also, fairerweise habe ich auch eine beantwortet, das hat mir nicht gezählt. Ja, den Crocodile Rock, den Crocodile. Du hast ja, Philipp, du hast ja recht.
Aber so, dass du auf die Statistik es hat ja nicht gezählt. So, was soll ich dir sagen? Ja, das ist eine andere Frage, die man sich stellen sollte, warum das so ist. Aber gut. Weil ich das entschieden habe. Bella. Ich würde nehmen ein Herz für Tiere, das zweite. Weil es macht eh keinen Unterschied, ne? Ja doch, da sind überall unterschiedliche Fragen drauf, aber für dich natürlich nicht, weil du nicht weißt, was dahinter ist. Deswegen gebe ich dir einfach das zweite. Und ihr kriegt wieder 5 verschiedene Arten eines Tieres von mir. Ah. Und ihr sagt mir, welches Tier sich dahinter verbirgt. Nummer 1 ist Schweb. What? Wie Pokémon. Oder so eine Pokémon-Attacke. Nummer 2 ist Stech. Nein, ich hab gedrückt. Ach, Scheiße. Mücke. Ja. Ach so, das ist das Anfangs- und das Endwort dahinter, oder was? Genau, das ist im Endeffekt die Art, aber wenn ich dann einfach Stech-Mücke schreiben würde, dann wäre ja klar, dass es die Mücke ist. Na? Okay. Es ist allerdings auch gar keine Mücke. Deswegen verlierst du hier 175 Punkte und dein Buzzer ist locked. Scheiße. Was? Es ist keine Mücke. Gebt euch noch eine Sekunde. Und gebt euch dann die Nummer 3. Noch einen. Also das Tier ist quasi dann immer hinten dran. Nee, es sind ja nicht, kann nicht, ja auch draußen sein. Muss nicht unbedingt so sein, aber wenn das Tier quasi in der Tierart vorkommt, dann lasse ich das Tier halt weg. Ja. Nummer 3. Ich habe auf das Wort gewartet. Ich wollte es nicht sagen, weil ich nicht. Ich habe genau auf das Wort gewartet. Ach Mann, ich dachte. Scheiße. Okay. Die Bienenländer, ne? Ah, schade. Fruchtfliege, Stechfliege, keine Ahnung, aber Fruchtfliege kenne ich. Stechfliege, das habe ich ja noch nie gehört. Hier. Fliege. Was ist denn Stechfliege? Aber gibt es denn auch eine Schmeißfliege und eine Stubenfliege? Ja, die gibt's. 350 Punkte auf dein Konto. Wir haben eine Fliege gesucht. Stech und Schweb, Mücke war natürlich gemein. Guten Morgen, Luna. Ja, hallo. Genau. War gemein, Franzi. Völlig verständlich, warum du Mücke sagst. aber die Fruchtmücke. Wäre nicht mal eine Sekunde langsamer als Philly gewesen, weil dann hätte der nämlich Mücke gesagt. Ich dachte auch Mücke. Ja, du hast und dann, als ich das nicht war, dachte so. Und dann dachte ich so, Aber ist auch gar nicht schlimm. Du hast ja 7 Milliarden Punkte bisher. So, deswegen kann man auch mal ein bisschen was abgeben. Linda, siehst du jetzt bist du auf 700. Alles wieder gut. Ich bin dabei. Und Philipp Steinkopf gibt mir die Frage. So sauer, ey. Linda, du darfst dich nie wieder beschweren, dass irgendwer schnell buzzert. Aber ich habe in meinem Kopf. Mein Finger war so genau ein Mikromillimeter über der Taste. So eine Scheiße. Na gut. Also, ich nehme meine Lieblingskategorie. Da geht es nämlich nicht um Tiere. Wer weiß sowas? 300. Wer weiß sowas? 300. Es geht tatsächlich nicht um Tiere bei dieser Frage, mal wieder. Wenn es wieder um Fußball geht, dann... Es geht nicht um Fußball, es geht nicht um Fußball, keine Sorge, es geht nicht um Fußball. League of Legends, komm. Nee, bin ich dabei. Mama mia. Für 300 Punkte beantwortet ihr mir bitte, wie die schärfste Chili der Welt heißt. Punkte. Richtig. Ich hole mir was zu trinken. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, aber ist es die Carolina Reaper Pepper? Carolina Reaper. Carolina Reaper. Carolina Reaper. Ja. Ist es die? Pfeffer. In meinem Fall ist es tatsächlich ein Pfeffer. Da haben wir 2 Leute, die nicht so gut mit Schärfe können hier bei Brainlag. Ich hasse Schärfe. 3 Leute. Nicht so. 3 Leute. Franzi sagt Carolina Reaper. Ist es die schärfste oder ist es nur die schärfste, die du kennst? Das ist die Frage. Du glaubst, es ist die schärfste. Und es ist auch absolut richtig. Das gibt 300 Punkte. Die Carolina Reaper, die sieht sehr scharf aus. Die ist sehr scharf und die sollte man wahrscheinlich nicht essen. Wie viel hat die? Philipp, danke schön. 2 Millionen. Mal so 2 Millionen. Alter, da kriegst du ja durch, wenn du sie einfach anguckst. Ja, da verliert man wahrscheinlich ein paar Organe so auf dem Weg raus. Das stimmt. Ja, Carolina Reaper. Sieht tot aus. Korrekte Antwort.
Franzi holt sich schon wieder 300 Punkte. Und Linda gibt mir die nächste Frage. Bitte. Ey, ganz kurz, ich habe in meinem Kopf irgendwas mit Corinna und ich bin so froh, dass ich nicht gedrückt habe. Hätte Corinna oder irgendwas gesagt. Guck in der Kopf. Corinna Reaper. Ich nehme schätzen 350, das was oben noch frei ist. Okay. Bitte. Ja, gerne schön. Super. So. Wow, diesmal haben wir wieder Tiere. Das ist hervorragend. Ja. Mhm. Diesmal würde ich von euch gerne wissen, wie lang die längste Netzpython war. Ach. Mein Gott. Boah, die war bestimmt sehr lang. In Metern oder? Ja. Bei Giraffenbullen lang. Ist das zu viel? Das ist zu viel. Oder? Netzpython. Ist die Netzpython für irgendwas bekannt, dass sie besonders lang ist? Philipp, ich weiß es nicht. Oder ist es einfach eine normale Schlange? Der Netzpython. Na, wie lang? Python kann schon groß werden. War die längste Netzpython. Sehr gut. Oh, das ist so schwer, das. Boah. Wenn man das nicht weiß, so einzuschätzen. In Meter oder Kilometer? Meter. Kilometer. Die gute 3-Kilometer-Schlange. Oh, ich weiß es nicht. Ich, it is what it is. Besser wird's nochmal. Mir wurde gerade gesagt, dass die längste Netzpython. Ja. Ich bin mal ganz kurz im Discord. Ich erkläre kurz was mit der Regie. Passt mal auf. Ja, das macht Sinn. So, wir checken ich unsere Quellen gerade nochmal. Ja. Ich muss mich ganz kurz dazu sagen, wir haben gerade die Frage gehabt mit der Carolina Reaper. Franzi, du verlierst deine Punkte nicht, aber gestern wurde anscheinend eine neue schärfste Chili der Welt gekürt. Und zwar die Pepper X oder so. Genau, sprich, das war veraltet, aber du verlierst deine Punkte natürlich nicht, weil das ist ja erst gestern passiert. So. Ich wusste es doch, Mann. Naja. Genau. Ja, ja, stimmt. So, frage ich kurz mal nach. So, ist unser Wissen noch aktuell? Ja. Wir können auflösen. Ich gebe euch kurz einen Timer. Sorry für den Delay. Wir mussten hier gerade nochmal Dinge gegenchecken. Ja, das macht ja keinen Kopf, Blesk. Ja, das macht nichts. So. So. 3, 2, 1. Vier Antworten. Ich muss anscheinend jetzt selber Mathematik betreiben, weil Philipp mir gesagt hat, 2 Giraffenbullen lang. Ja. Das heißt 12 Meter, richtig? Kommt auf die mal Antwort Daumen, an. Ja. Krise. Ja, 12 Meter ist meine Antwort. Meine Angabe ist sehr präzise und sehr genau, deswegen auch bitte das Ganze vorlesen. Ja. Wela hat es mir gesagt, 12,13459-3010 Meter, das sind auch 2 Giraffenbullen quasi und... Ja, aber ein bisschen größer. Und noch ein sehr langer Regenwurm. Oder so. Franzi hat mir wieder funny numbers gegeben und hat gesagt 13,37 Meter. Und Linda hat gesagt 16 Meter. Ja. Jetzt kommt es so 3 Meter, weil es die kleinste Schlange der Welt ist. Längste Netzpython war eine Medusa. Und die ist 7,67 Meter lang. Und damit gewinnt Philipp mit seiner 2 Giraffenbullen langen Antwort. Ja, ich wusste es doch. Weil das 12 Meter sind und das ist am nächsten dran. 7,67 Meter ist die längste Schlange der Welt, oder? Nee, aber die längste Netzpython. Ja, ja. Ich wollte mal, was ist denn die längste Schlange der Welt? 9 Meter Anaconda. So. Ja. Oh. Vielleicht hätte ich das gar nicht sagen sollen. Vielleicht kommt das ja noch dran. Vielleicht kommt das da noch. Ich wollte gerade. Habe ich die Punkte schon gegeben? Ja, ne? Super. Nee. Doch. Habe ich. 350 Punkte für Philipp. Danke. Nächste Frage. Franzi. Ich hätte gerne ein Herz für Tiere 350 und zwar das oberste. Ein Herz für Tiere 350 und zwar das oberste. Oh. Kriegt ihr gleich wieder Tierarten von mir. Nacheinander. 5 Stück. Na? Macht nicht zu früh, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Es könnte irgendwas anderes sein.
Vielleicht aber auch nicht, ne? Er weiß das schon. Mit einem Pferd vorn, wer weiß. Erste. Ich Stechfliege wieder. Art. Balinese. Mhm. Bolognese. Bolognese. Likoi. Hä? Oh, warte. Klingt wie League of Legends Champion. Nudeln. Oh. Du hast nicht gebuzzert. Munchkin. Siam. Okay. Oh, lol, echt? ich hab gegeiert. Bei Munchkin dachte ich mir schon so, oh, es gibt Munchkin-Katzen. Aber dann war ich so, ach, gibt's das auch mit Hunden? Bin ich mir sicher. Ich glaube, es sind Katzenrassen. Oh, bei Lykoi war ich mir nicht. Doch, Lykoi, also, das sind, die sind so ein bisschen... Lykoi sind, glaube ich, so ein bisschen wie so Wald... heißen die Waldkatzen? Oder auf jeden Fall so relativ aufgebauscht. Aber ich dachte da an... an so eine bestimmte Art, naja. Ich also weiß. Ich sag Katzenrassen, weil Siam ist auf jeden Fall eine Katzenrasse. Ja, Siam ist eine Katze. Siam ist auf jeden Fall eine Katzenrasse, sagt Linda, und deswegen hat sie gebuzzert und gesagt Katzen. Wir gucken mal die Nummer 5 an, da wissen wir, ob es stimmt oder nicht, oder wissen es auch nicht. Müssen wir mal gucken. Mhm. Nummer 5 ist Maine Coon. Niceware. Katzen. Das nicht. Das ist richtig, 350 Punkte. Boah, bei Lüge. Katzen schmatzen. Also, wenn ich die Frage nicht beantwortet hätte, da wäre auch schon wieder vorbei gewesen. Stimmt, aber dann hast du gemacht, bist jetzt auf über 1000 Punkten, das ist alles gut. Ich hab Luna stolz gemacht. Oh. Ja. Immer noch am Ende irgendwie so orange reinschreiben müssen. Rot. Ja. Rot, schwarz. Rot, schwarz, dreifarbig, chonky. Richtig. Vela. Tierfell 500. Tierfell 500. Gerne, gerne. Ah, hier fliegt eine Fliege rum. Eine Fruchtfliege? Eine Stechfliege? Oder eine Stechfliege. Eine Schwebfliege? Eine Schwebfliege ist es. Tierfell für 500 Punkte. Seht ihr in 3, 2, 1. Oh Mann! Okapi. Oh. Was hast du gesagt? Ah, warte mal. Nee, ist es gar nicht. Ist es keins. Das ist was anderes. Ich hab gefailt. Ich habe Okapi gesagt, aber es ist kein Okapi. Die sind so braun und haben Zebrabeine. Ich habe es verwechselt. Das ist ein... Ah! Ich weiß es nicht. Drei. Ich dachte, es ist ein Okapi. Ich... Zwei. Was anderes? Eins. Geflecken. Okapi. Ach, da. Geflecken Okapi. Geflecken Okapi. Ta. Okapi. Flecken Okapi ist leider falsch. Ich bin schlecht in dem Game. Boah, jetzt bist du... Wie, what the fuck, wie schnell du warst? Vela hat sofort draufgehämmert. Ein Tapir. Ich wusste nicht, wie es heißt, aber Okapi hat so die Richtung und dann Tapir. Ja. Vela sagt Tapir. Diese mit dem komischen Kopf. Ja, genau den meinte ich. Genau den meinte sie, hat Linda gerade gesagt. Und genau der ist es auch. Nein, es ist ein Tapir. Hat sie auch im Kopf. Und dann hat sie Okapi gesagt, aber so, oh, Schwalbe. Ich hab Okapi gesagt und in dem Moment, wo ich gesagt habe, wusste ich, nee, das ist es nicht. Philipp sitzt da gerade und rafft überhaupt nicht, wer Tiere das überhaupt sind. Wie kann man das da kennen anhand des Fails? Aber das ist ein Champion in League of Legends. Wildes Side-Eye von dem Spiel. Mit guten Punkten. Ja. Das fühlt sich erwischt, glaube ich. Du hast ganz kurz mal Ta irgendwas gesagt, Linda, aber du bist nicht auf den Tapir gekommen. Ja, das Ding ist, als ich Okapi gesagt habe, wusste ich, nee, scheiße, das ist kein Okapi, das ist das andere. Und dann wusste ich nicht mehr, wie das heißt. Und dann war's starke Antwort, Wähler. Gibt auch sehr viele Punkte, 500. Wirklich. Das ist auch die dritte Tierfellfrage, die du richtig beantwortest. Es gibt da gut aufs Konto. Und Alter. Philipp gibt mir die nächste. Ja, weg mit Tierfell. 600. 600. Weg mit Tierfell. 600 Punkte. Na? Ich gebe euch den Tipp. 600 Punkte. Ja, das ist eigentlich schon der Tipp, den ich geben will, aber das müsste auch reichen. 600. Denkt drüber nach. Es sind 600 Punkte. Ihr kriegt ein Tierfell in 3, 2, 1.
Wie viel verliert man? Da hat wer gespendet, wa? Oh, danke für die Spende. Ja. Danke für die Spende. Danke für die Spende. Nee, es war ein Raid von Gnu und deswegen will ich ganz kurz. Also, danke für den Raid, Gnu. Ja. So, oh, wie cool, Franzi hat jetzt ein Gnu ja. gesucht wird. Das wäre sehr lustig, ja. Ich glaube, das war ein Lux. Oh. Ja, strong. Oh. Oh. Franziska sagt, es war ein Lux, ne? 600 Christian. Punkte ist natürlich, es ist schwierig, weil man da wahrscheinlich viel im Kopf hat direkt, wenn man das sieht. Lux ist ein bisschen exotisch, gefällt mir gut. Ist allerdings keine 600 Punkte. Noch abgefahren als war, Lux. Ich dachte, das war es vielleicht. Ach, wie sieht denn ein Lux aus? Sieht der nicht so aus? Und dann ist es irgendwie so ein... Okay, nee. Boah, wenn das nicht minus 300 wäre, da bin ich fast schon wieder auf null. Ich trau mich nicht. Komm, Linda, trau dich. Trau du dich zuerst, Willi. Ich weiß das doch. Nein, trau dich zuerst. Ich weiß doch nichts, Mensch. Du drückst, sagst deins und wenn das nicht richtig ist, drück ich auch noch. Das ist ein Deal. Komm. Ich posiere es aber, mein Button geht, glaube ich, nicht. Ach, da, ja. Also erstmal ja. drücke ich jetzt auf den 15-Sekunden-Timer, weil niemand von euch in die Pötte kommt. Ach, ich traue mich nicht. Ich habe so wenig Punkte, das geht nicht. Nee, ich auch nicht. Oh, Linda. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass es das ist, aber ich sage mal Gepard. Also der, ist das der so schnell ist? Ist das der Gepard, der so... Das ist ein Gepard. Beide sind schnell, ja. Ja, ich nehme mal den. Ich glaube nicht, aber ich sag mal jetzt. Die haben Flecken. Das hat so... Ich dachte, ein Leopard hat Flecken. Die haben also Gepard hat beide Flecken. Gepard, ja, Gepard die haben auch Flecken. Ah, aber die haben, aber ich glaube, es ist nicht so... Gepard sind, glaube ich, gepunktet und Leopard sind so ein bisschen großflächige. So im Menschen ist es einfach so ein Kreis. So Umrandung dann. Ich dachte, das ist ein Leopard mit Kreis um Umrandung. Dingsbums. Ich habe tatsächlich noch was anderes im Kopf gehabt, aber ich war mir nicht sicher. Weil die Antwort, die ich gekriegt habe, ist Gepard. Das ist und auch das ist leider nicht die 600 Punkte. Ah, Mama Mia. Was ist es denn? Ach, ich darf ja nicht mehr antworten. Wenn jetzt rückst du und sagst deins, komm, ich hab... Komm jetzt, mach jetzt. Räum jetzt, der nächste Timer. Macht mal, ich hab noch mal eine Antwort, dann darf ich wieder. Wo ist? Trau dich jetzt. Ja. Ach, Freut sich einfach drüber, dass er keine 300 Punkte verloren hat. Ja, ist okay. Der kleine Lux. Stell dir vor, ich hätte 600. Der Timer ist weg, ja. Ist es ein Ocelot? Oh, das ist diese kleine Katze, ne? Das ist diese kleine Katze, ja. Mama. Die von Minecraft. Ja. Oh, ah, ja. Oh. Es ist ein Ocelot. Nachdem Lux falsch war, dachte ich so, es könnte Ocelot sein. Aber auf dem Bild sieht er ganz anders aus. Aber dann habe ich schon Punkte verloren und dann wollte ich nicht antworten. Ich muss jetzt mal Gepard kurz googeln. Ja, der hat so ein Mix aus Streifen und Punkten quasi. Und deswegen meinte ich auch, es ist sehr schwer, weil es halt aussieht wie, ich habe es vorhin ja auch mal gemacht so und ich habe auch gesagt, ey, das ist ein Gepard, so ich kraft gar nicht, was. Aber ich habe jetzt mal kurz Gepard gegoogelt, der hat wirklich richtige Punkte. Also der hat richtige Punkte in Gepard. Und wie war ich da so outdated? 600 Punkte. Wurde nicht gelöst. So, okay. Oh ja, das ist okay, ja. Ja, ich wusste nicht, dass der so eine Punkte hat. Sieht aus wie halber Damantina, ja. Entschuldigung. Achso, ich bin dran. Schätzen 350 irgendeins. Schätzen 350 irgendeins. So ist es. Mit Ü. Ich nehme mal unten. Mit Ü. Mit U. So. Mit U auch. Genau. Das ist die letzte Frage, die normalen Punktewert gibt. Danach verdoppelt sich alles. Ihr habt aber nur eine Frage offen gelassen, die 600 gibt. Sprich, der Rest hält sich in Grenzen. Richtig, Ausrufezeichen spenden. Wir sammeln Spenden. Spenden.bless.tv könnt ihr ein bisschen reinhauen, wenn ihr wollt. Wenn ihr könnt. Wir haben nur keine Alerts am Brainlag. Spendet mal, ja, das ist mal super. Ja. Und was ihr jetzt macht, ist schätzen. Und zwar, wie laut ein Pistolenkrebs sein kann. Pistolenkrebs. Was ist ein Pistolenkrebs? In Dezibel. In Dezibel. Oder was? Richtig. Oh, ich kenne mich gar nicht mit Dezibel aus. Kann man mal eine Richtlinie geben, wie viel Dezibel hat Ulmas? Weil ich sag dir mal den. Ich mach das mal ganz kurz.
Aber so ein Jet ist 110 Dezibel. Wie laut ist ein Pferd oder, keine Ahnung, Hund oder so? Also sowas. So ein Düsenjet ist, glaube ich, so 120 oder so ein Flugzeug. Ich gehe hier ganz kurz mal auf Google und ich suche mal ein Rasenmäher raus, okay? Das ist mein Richtwert jetzt für dich. Aber von welcher Marke? Warte, was? Ja, jetzt. Ist es ein E-Elektro-Dings? Elektro? Benzin-Rasenmäher hat ungefähr 90 Dezibel. Ich weiß nicht, von welcher Marke. Es tut mir sehr leid, das steht hier leider nicht. Ja, das war wichtig zum Einschätzen für mich. Das verstehe ich absolut. Es ist ja niemals... Das kann ich leider nicht. Warte mal, wie viel hatte der... Wie viel hatte der... 90? 90, oder? Philipp, ich krise mit dir. 90, Rasenmäher hat 90. Ja. Aber okay, aber ein Krebs ist ja niemals lauter als ein Rasenmäher. Ja, ist ja nicht Rasenmäherkrebs, sondern Pistolenkrebs. Eine Pistole ist schon lauter als ein Rasenmäher. Ich bin voll, es gibt einen Rasenmäherkrebs, der dann so über den Rasen läuft und so die Grashalme abzwickt. Junge, wenn der so am Strand die Algen abschneidet, ja. Ich überlege gerade, ob dieser Pistolenkrebs dieser eine Krebs war, der so arschlaut war. Der heißt ja nicht umsonst Pistolenkrebs. 90 ein Rasenmäher. Aber warte mal, ist der Krebs unter Wasser? Wird das unter Wasser? Macht das irgendwas aus? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir sind nicht bei Pfeifers hier. Du kannst nicht Fragen stellen. Du musst mir die Frage beantworten, tatsächlich. Finde ich doof. Verstehe ich. Das ist Quatsch, ne? Wir machen mal, weißt du was? Wir machen mal ein bisschen weniger. Wir machen mal einen Timer. Du musst mir eine Antwort geben in den nächsten 5 Sekunden. Keine Ahnung. Wer weiß denn ich sowas? Ich auch nicht. Ich weiß, der Pistolenkrebs ist ein Krebs, der mit seinen Klauen, ne, so unter Wasser, so druckwellenartig, so eine Wasserwelle oder sowas schießen kann, glaube ich. Und es ist sehr laut. Sehr, sehr laut. Das dachte ich nämlich auch. Oder? Nee, das Pistolen. Warte mal, ich muss den ganz kurz mal nachgucken. Ich habe den schon mal irgendwo drin gehabt, warte. Hast du einen guten Soundeffekt vielleicht? Ich hab das schon mal irgendwie. Peng. Gehört in oder so. Genau, der sieht aus wie so ein Shrimp und der kann tatsächlich so einen lauten Knall erzeugen mit seinen Scheren. Und der ist sehr laut, wirklich super laut. Und da habt ihr Folgendes gesagt, passt mal auf. 69 Dezibel, 69 Dezibel, 100 Dezibel und 200 Dezibel. Oh, 200 von mir. Der Pistolenkrebs ist brutal laut. Noch deutlich lauter als alles, was ihr gesagt habt. Oh, Mama Mia. Damit hat Philipp natürlich schon mal die Punkte. Das ist nämlich 250. Ach du Scheiße. Menschen aus Freunders. Der ist genauso laut wie dein Nachbar. Okay, der Rasenmäher ist schon echt laut, aber so ein Krebs, what the fuck, dachte ich auch. Wenn wir jetzt komplett genau sind, hat jeder gewonnen, ne? Weil wenn er 250 Dezibel schafft, schafft er auch 69 und 100. Ja, ich sehe das wie Phil eigentlich. Ja, doch. Philipp, weil die Fragestellung nicht ganz akkurat ist, aber du weißt ganz genau, was damit gemeint ist. Ich nehme dir die Punkte gleich weg. Also sollte jeder jetzt Punkte kriegen. Ich will hier nur Fairplay betreiben, sonst legen wir immer sehr viel Wert auf die Fragestellung, ne? Ja. Was denkt ihr, ist lauter der Pistolenkrebs oder Phoebe bei einem Tanzstream? Der Pistolenkrebs wahrscheinlich. Ja. ich schätze, der Pistolenkrebs. Der ist wirklich unglaublich. Aber 250 unglaublich ist ja schon crazy, weil ich glaube, irgendwie Dezibel ist ja, also 100 ist, 200 ist nicht doppelt so laut wie 100, sondern 100 zu 110 ist, glaube ich, schon eine Verdopplung fast. Ja, du musst dir vorstellen. Das ist ein Flugzeug, oder? Ja, du musst dir vorstellen, dass der Pistolenkrebs, der. Ich glaube, dass der das halt auch sogar. Also, der benutzt das zum Jagen, soweit ich weiß. Der muss quasi mit so Schallwellen aus seiner Klaue, mit so Schall, muss er einfach Leute umbringen. Also, jetzt nicht Leute, aber Tiere. Cool. Das ist einfach mega laut. So. Das ist schon krass. Eine coole Superpower. Das ist wirklich coole Superpower. Mal zwei. Letzten 5 Fragen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja. Nächsten 5 Fragen geben doppelte Punkte. Und die erste davon, die gibt mir Franzi, bitte. Wer weiß denn sowas? 600. 600 mal 2, ja? Ja. 1200 Punkte. Die werde ich gerne. Ja, dann beantworte die Frage, die nächste. Okay. Dann,
beantworte gerne die nächste Frage. Und ja, die lautet: In welcher italienischen Stadt spielt Romeo und Julia? Zum Fick. Wie parallel so den ihr gemacht habt. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich gehe kurz pinkeln während der Frage, nutze ich mal eben. Ne? Ja, klar, Philipp. Schöner ja, Pulli. Oh mein Gott. Ich will gar nichts sagen, weil ich blamier mich wieder. Ich hab mich genug blamiert. Von denen ist so schlimm bisher. Ja, ja. Richard ist ja. Die kennen da nichts. Ich kenne gar nicht so viele italienische Städte. Ich auch nicht, da fängt schon an. Ich überleg gerade, es gab diese eine Szene aus. Ist aus irgendeinem Theaterstück. Aber es ist, glaube ich, nicht Venedig. Ihr wirkt sehr ratlos. Ich gebe euch einen Timer. Lächeln und winken. Lächeln und winken. Madrid, es ist Madrid. Es ist Rom. Buzzer doch mal und sag mal Madrid. Paris, oder? Paris, Frankreich. Gute Frage. Frankreich wäre doch gut, ist doch so romantisch und so. Philipp, Mensch, du hast leider den Countdown verpasst. Den du kannst jetzt nicht mehr buzzern. Oh Mann. Ja. Kastrop Rauxel. Kastrop Rauxel. Duisburg. Die Antwort wäre gewesen Verona. Oh mein Gott. Wer weiß sogar dieses das Jahr. Das hätte ich aber niemals gewusst. Ja, schön aus da. Ja, ja, doch. Kleine italienische Stadt. Sehr schön, bestimmt. Ist ja Italien, ne? 1200 Punkte wert, auch. Aber ihr habt es nicht beantwortet. Sprich, die Punkte sind weg. Gewesen, ne? Aber wer weiß denn auch sowas? Ja, wer weiß denn sowas? So. Ja, wer weiß denn sowas? Ich nicht. So. Ich auch nicht. Wähler. Ich würde ein Herz für Tiere nochmal nehmen. Welches denn? Das kannst du dir aussuchen. Okay, ich, ich nehme das obere mal. Ja. Herz für Tiere für 700 Punkte. Und okay, die erste Art davon, oder die erste Tierart ist Norok. Gebt euch mal eine Sekunde, vielleicht kommt ihr ja jetzt schon drauf, ne? Wer weiß. Bin kurz davor. Ja, mir liegt auch auf der Zunge. Miroroda. Ah, ja. Dänisches Protest. What? Der macht doch witzig mit uns. Oh mein Gott, ich hab gar keinen Bock, die Punkte zu verlieren. Ist es ein Schwein? Ist es ein Schwein, sagt Philipp. Nächsten Antworten wären Iberisches. Wenn das stimmt. Und Nero di Parma. Ich habe keine Ahnung, ich kenne nichts davon. Außer dänisches Protest, weil wir mal in irgendeiner Playback-Folge. Wir hatten mal in einer fucking Five-Heads-Folge mit dir im Netz eine Frage, warum irgendwas mit Schweinen verboten ist und dann haben die Schweine irgendwie so gezüchtet, dass die die Flagge von Dänemark machen. Es ist tatsächlich ein Schwein, Philipp. Ja, weil er wieder bei 1000 Game-Shows dabei ist. Der weiß dann sowas. Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, ich hätte gar nicht geplant, dass Philipp dabei ist. Ich wusste fairerweise auch nicht, ob er bei der Folge dabei war. Dänisches Protest, Schwein, also, nein, das war, Spaß, war das der Spaß. Giveaway. Ja, war es wirklich ein Spaß? Ja, das war wirklich ein Spaß. Ja, ich mach nur Spaß. War nur Spaß. Franzi, war nur Spaß. War nur Spaß. Nee, dann geh ich halt. Ja, nee, du hast recht. Dänisches Protestschwein ist so gezüchtet worden, dass das die Flagge von Dänemark einfach auf dem Körper trägt. Oder die Farben zumindest, rot und weiß. Das hätte ich aber auch nicht gewusst. Das ist ja krass. Und Schwein ist richtig und gibt 700 Punkte für Felix Steinkopf. Das, ich habe echt mal was gelernt in diesen Formaten. Das gibt's hier gar nicht. Ja. Und jetzt darfst du mir auch gerne die nächste Frage. Ja, dann machen wir nochmal. Wer weiß sowas? Ja, das letzte hier, ne? Gottlos. Was wolltest du mir geben? Das letzte von Wer weiß sowas. Ah, okay, ja, klar. Und mein Kuss. Ja. Nee, ich nehme die Frage erstmal. Okay. Ja.
Mein einmaliges Angebot. Naja. Okay. Philipp und alle anderen. Wie? Für 400 Punkte. Wie nennt man die höchste aller Pokerhände? Oh nee, ich bin so schlecht. Kacke. Royal Flush. Royal Flush ist Franzis Antwort. Und auch meine. Absolut korrekt. Royal Flush. 400 Punkte wert. Kriegst du sofort auf dein Konto. Royal Flush ist... PokerStars, meine Freunde. PokerStars. Jetzt sind aber die ganzen Querbeet-Sachen auf jeden Fall weg. Die hat auch fast alle Franzi geholt tatsächlich. Aber wir haben noch zwei Stück. Und einer davon gibt Melinda. Schätzen. Schätzen. Ja. Grüße. Bitte, bitte. Für 700 Punkte würde ich von euch gerne wissen, wie lange Mauersegler am Stück fliegen können. Ist das, was ist das? Ach, so eine Möwenart, oder? Das ist ja wie eine Schwalbe. Man darf ja wieder keine Frage stellen. Wie lange können Mauersegler fliegen, ohne zu landen? Was ist da die Einheit, die man da... Stunden. Ist das? Naja, das kannst du dir selber aussuchen. Meter? Minuten? Was ist... Zeit, Zeit. Keine ich Zeit. Sag mal... Zeit. Wie? Philipp, du schreibst mir das jetzt sofort. Ja, du schreibst jetzt also 30 Minuten oder 30 Stunden. Also das, was du halt denkst quasi. Genau. Wie lange können die... Ich weiß gar nicht, was ein Mauersegler ist. Wie lange können die in der Luft bleiben? Das ist eine Möwenart oder so. Irgendwie, also weiß ich nicht, ist jetzt ganz... Gibt's nicht auch so Vögel, die so tagelang durchfliegen, wenn die so nach Afrika fliegen oder so? Mauersegler, ich glaube, das ist irgendeine Möwenart oder so. Aber die können... Mauersegler ist, glaube ich, bei uns, das sind so schwarze Vögel, die haben so eine sicherförmige Federn, Flügel. Nein, Mauerschwalben heißen die, glaube ich, Mauerschwalben. Als wir im Urlaub waren... Ja? Ich musste auch direkt an Schwalben denken, aber ich weiß nicht, ob das... Als wir im Urlaub waren, da sind wir im Boot gefahren, am Bodensee. Und da ist... die ganze Zeit, als wir von einer in die andere Stadt gefahren sind mit dem Boot, ist die ganze Zeit so eine, ich glaube, es war eine Möwe halt, die ganze Zeit so in diesem Windschatten vom Boot lang gesegelt. Das war richtig cool. Die war immer genauso schnell wie wir, aber auch so auf unserer Höhe. Das war immer voll süß. Ja, kommt sowas, ist es. Nee, das ist zu wenig. Boah, wie lange? Kommt auch wirklich noch an, was das für ein Vogel ist, ne? Ich weiß es nicht. Wie lange können Mauersegler in der Luft bleiben, ohne zu landen? Aber, also, aus Eigenantrieb. Hä? Ja, wenn die irgendwo... im Weltall rauspackst, dann fliegen die so lange. Philipp, ich krieg gleich Krise mit dir, ganz ehrlich. Ich weiß. Naja, ich mach ja nur sicherheitshalber. So, schreib mir bitte auch, wenn ihr eine Antwort gibt, eine Einheit dazu, damit ich weiß. Na, ich gebe euch jetzt einfach mal einen Timer. Ja, komm, das ist zu viel, das ist doch Schwachsinn, so. Na, vielleicht aber auch so. Ja, komm, machen wir so. Ja, scheiß drauf, ich hab keine Ahnung. Ja, nicht. Das stimmt. Die müssen auch mal was saufen und was essen, oder nicht so? Also. Ich kann ja sagen, als ich die Frage gelesen habe, wusste ich auch überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll und hätte auch gar keine Ahnung gehabt, wie ich, in welcher Skalierung man sich da so befindet. Wir gucken erstmal eure Antworten an. Ja? Lynn hat schon was Gutes gesagt. Wer kriegt Krise gerade? Wir reden einfach weiter. Ja. Lynn hat schon was Gutes gesagt. Gibt ja Zugvögel. Ich glaube, der Mauersegler ist wahrscheinlich ein Zugvogel. Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Wir haben hier. Ich weiß doch nicht, was das ist. Einmal 13,37 Stunden von Franzi. Ja. Einmal 6,9 Stunden von Linda. Ich habe diese Fliege Spinne gottlos getötet. Tut mir leid. Eine Spinne.
Einmal 13 Tage. Oh, lol. Okay. Von Philipp. Ich hab mich so verschätzt. Und einmal einen Monat. Von Wähler. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Monat passt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so noch mehr oder so. Wenn es mal vor, sind so 28 Tage oder so, dann bist du voll. Wenn ihr alles so Stunde habt und Time, Mann. Nee, aber das Ding ist, kann ich noch eine Frage stellen, Les, bevor du aufhörst? Ja, klar. Nein. Ich bin so schlecht im Schätzen, das ist so dumm. Liegen die das denn regelmäßig am Stück oder ist es so maximal, was sie können? Oder machen die das aber auch andauernd, was du jetzt gleich auflöst? So, jetzt pass auf, was ich gleich auflöse für dich ist, dass ich die Frage gar nicht da reingeschrieben habe. Dementsprechend habe ich nicht mal eine Ahnung, was im Mauersegler überhaupt ist. Kann dir das gar nicht beantworten. Ich kann dir nur beantworten, dass Wähler sich tatsächlich sehr hart verschätzt hat. Weil es nicht ein Monat ist, es sind 10. Oder länger. Ach, lecken, das ist doch Quatsch. Die können 10 Monate am Stück fliegen. Die schlafen sogar, während die fliegen. Ach, das ist ja, das gibt's gar nicht. Dummer als Sieg. Monate. Ich sag's. Oh mein Gott, okay, krass. Ich hab keine Ahnung, wie die das machen. Ist mir aber egal. Es sind 1000. Nee, 700 Punkte. Ich muss jetzt meinen Chat fragen. Chat, wenn ihr es wisst. Machen die das auch? Ich google einfach mal. Hier steht, wenn man googelt, steht Legend, sie können bis zu 10 Monate lang fliegen, ohne ein einziges Mal zu landen. Junge, what? Krass, Alter. Nur in der Brutzeit haben sie Bodenkontakt. Ja, ich war sogar richtig mit der Vogelart. Ja, die segeln halt die ganze Zeit. Die haben wahrscheinlich genug Auftrieb, sondern die bleiben einfach in der Luft. Flügel raus und fertig. Das ist Man kann ja gucken, bei so Bauernhof oder so fliegen die immer gerne an so Mauern entlang. Oh, der Nase. Ich kann nicht mehr. Misst man sowas? Du beobachten wahrscheinlich so. Zwingen, so lange in der Luft zu bleiben, wie er. Beobachten anweist, wahrscheinlich einfach so. Oh, Vogel. Die sind ja voll süß! Und die zwingt man nicht, die leben halt auch einfach in der Luft anscheinend. Die machen das wahrscheinlich regelmäßig, gehe von aus. Ich habe ein Bild, da hat jemand das so in der Hand. Und da guckt der so süß. Okay. Ja, also 10 Monate ist insane. Ne? Mauersegler ist komplett krank. Krasses Tier. Pistolenkrebs schießt rum, so Mauersegler, der landet nie. Krass. Genau, da sieht man den. Ist wirklich süß. Süß. Ja, ja, die sind halt auch klein, sprich, ne, die haben wahrscheinlich genug Auftrieb und wenn die Flügel raushalten, so, dann fliegen die halt einfach durch die Gegend die ganze Zeit. Danke, Typen. So. Letzte Frage auf dem ersten Board. Ein Herz für Tiere. Für 700 Punkte. Ihr kriegt wieder 5 Tierarten. Ihr kennt den Drill. Erste, die ihr von mir kriegt. Warte, ich muss meinen Chat wieder zumachen. So. Ja, mach das am besten, das ist super. So. Die erste. Tiad. Krieg. Kriegend. Fuck. Mandarin. Oh. Reiher. Hä? Fisch. Mandarinfisch? Nee, Reiher ist doch ein Fisch, oder? Nee, es gibt Fischreiher, oder? Das sind so Störche, oder? Oh, scheiße, stimmt. Oh, scheiße, stimmt. Oh, scheiße, stimmt, ist die richtige Antwort. Fisch. Wurde gesagt. Okay. Und Fisch. Ja, fuck. Ein Herz für Tiere ist nicht ganz deine Kategorie bisher. Franz, nee. Du bist okay, du hast trotzdem noch. Doch, das Pferd habe ich erkannt. Das stimmt, ja. Oh, das war sick, ja. Ja, Reiha Nummer 3. Schnatter. Oh, lol. Ente. Ente ist die nächste Antwort, die ich kriege. Bist du sicher? Ente? Ich bei Reiha war ich eigentlich bei Storch, aber Schnatter ist Ente. Schnatter, Ente. Reiha, Mandarin. Stock. Shit. Ente. Oh, ja. Ente. Stockente, das kenne ich auch. Ah, ich glaube, Mandarinente ist die so schön aussieht, oder? So, das heißt, andere Enten sehen nicht schön aus. Die ist besonders schön. Entenshaming. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Jetzt muss ich mal wieder. Das ist, Die sehen krank aus. Hätte, da wäre ich auch dabei gewesen. Ist ja eine gute Frage, wie die aussehen. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich sehen glaube, bestimmt ja, sehr schön aus. Ja, das sind die so übel schön aussehen. Aber es hat nicht Klick gemacht bei mir. Ja, aber bei Wähler. Oh ja, die sehen wirklich schön aus. Sehr intensiv. So, bei Wähler hat es Klick gemacht und
der Klick oder das Klick oder was auch immer war 700 Punkte wert und wir haben das erste Board durch, ne? Ersten 25 Fragen. Und nach dem ersten Board ist Vela jetzt auch auf dem ersten Platz mit den 700 Punkten gerade, mit 2850 Punkten. Franzi auf dem zweiten mit 2375 Punkten. Philly mit 1800 auf dem dritten. Und Linda mit 500 auf dem vierten. Aber ist ja überhaupt kein Problem, ne? Wir haben ja noch ein komplettes Board vor uns und ihr müsst euch gar keine Sorgen machen. Zack. Ein paar Kategorien ändern sich. Oh, wer weiß, sowas gibt's sogar noch. Es tut mir leid. Wo ist der Ohrwurm? Juhu. Ohrwurm ist weg. Oh, what does the fuck say? Wie macht der Fuchs? So ist es. Yeah. Wir haben dazu gewonnen. Mathe Mann. Tiere fusioniert. Sortieren und wie macht der Fuchs? Ja, Tiere fusionieren. Philipp kennt das so ein bisschen schon. Oh Mann. Ja. Das sind richtig. So verschwommene, wahrscheinlich zwei Tiere auf einmal, ne? Und dann das ist absolut korrekt. Ja. Aber das ist noch relativ entspannt, würde ich sagen. Das ist noch relativ entspannt. Genau. Wir fangen einfach an mit Franzi. Ich muss nur dazu sagen, Tiere funktioniert es gerade noch. Das müssen wir umändern in 350 Punkte, glaube ich, weil Textfeldfrage ist. Oder ist noch falsch? 200 bis 600. Das machen wir 350 einfach. Super. Okay, Franzi, gib mir gerne die erste. Ich würde gerne wissen, wie macht der Fuchs 300? Wie macht der Fuchs 300? Würdest du gerne wissen? Kannst du gerne haben. Wie macht der Fuchs... Ring, ding, 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 ding. 100 Punkte. Linda, willst du die Kategorie erklären? Tiergeräusche. Tiergeräusche. Absolut richtig. Ihr hört jetzt gleich ein Tier. Stimmt aber. Ihr hört jetzt gleich ein Tier. Und ihr könnt buzzern. Und dann müsst ihr mir bitte sagen, welches Tier ihr gehört habt. Okay? Sehr einfach. Na gut. Okay. Dann hört ihr das erste Tier in 3, 2, 1. Oh, Meerschweinchen. Ja. Oh. Meerschweinchen aus der Pistole vom Krebs geschossen ist absolut korrekt. Es ist ein Meerschweinchen. Oh, okay. Hattest du mal Meerschweinchen, Wähler? Ich hatte 4 Stück Meerschweinchen und Fun Fact, eins davon ist leider gestorben, weil ich den Fernseher dort runtergeschmissen habe. Es hat einen Herzinfarkt. Aber ist kein Fun, das ist actually sad. Es ist ein Sad Fact eher so, ja. Es ist ein Sad Fact. Meine Meerschweinchen. Meine wurden von meinem Hund aufgegessen, leider. Warum sterben so Kleintiere eigentlich immer auf so ganz obszöne Art und Weisen? Ich kenne niemanden, der so sagt, so mein Hamster ist so normal gestorben. Die sind immer alle explodiert, gefressen worden, eingesetzt. Ja, deswegen so reingesteckt worden. Hamster, Meerschweinchen, okay, so, aber Hamster und sowas macht das nicht. So, das ist, da passiert immer irgendwas. Das ist einfach mein Hamster hat einfach einen Tumor in seiner Kralle bekommen. Die ist dann geplatzt und war tot. Oh, jetzt hör! Ja. Okay, jetzt müssen wir. Halt, stopp! Gib mir neue Kralle. Aber so schnell, wie Wähler gedrückt hat, ich wusste, da ist eine Kennerin. Und deswegen brauchen die im Tierheim auch sehr viel für die Tierarztkosten, ne? Damit Hamster wie der von Philipp einfach gut behandelt werden können. Nicht platzen. So. Nicht platzen. Kann ja keiner ahnen, dass der da auf einmal explodiert, also. Wähler, komm. Bitte schön. Ja, niemand wissen können. Nee. Ja, das fand ich gerade lustig. Ich mach nochmal, wie macht der Fuchs 400? Wie macht der Fuchs 400 Punkte. Das ist lustig. Okay. Für 400 Punkte sagt ihr mir bitte, welches Tier ihr hier vernehmt. Das ist eine Hyäne. Oh, stimmt, die lachen so, ne? Ist das komm, bitte. Denn wirklich das eine Hyäne sein. Philipp? Bitte. Hör mal rein. Oh, wow, strong. Das ist absolut korrekt, das ist eine Hyäne. Mir geht's gar nicht gut dem Bruder, glaube ich. Ja. Wow, okay, das ist krass. König der Löwen, Wissen zahlt sich aus, es ist eine Hyäne. Frage ist geschlossen. Das ist ein schönes Geräusch. Philipp kriegt 400 Punkte. Strong, strong. Und gib mir die nächste Frage, bitte. Ja, komm, wie macht der Fuchs 500? Ey, jetzt macht ihr die alle auf einmal weg, das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist lustig. Wie macht der Fuchs für 500 Punkte? In 3, 2, 1. Das ist aber recht linksintensiv. Das ist nur links, ja. Was soll das sein, ey? Das war's. Eine weibliche Hyäne. Oh, ja, das sagt mir nichts. Können wir das nochmal hören?
Ja. Das könnte man so remixen. Und was ist das am Ende? Da klingt es ganz anders. Ja, das Ende, ich... Oh Gott, ich will es nicht sagen. Ich verliere meine Punkte, ne? Das ist so ein Paarungsding, so. Oh, warte mal. Von einem Männchen und einem Weibchen. Das sind ja keine Pokémon, so. Die können ja mehr als halt nur einen Namen sagen, so. Können ja unterschiedliche... Naja, Pokémon sagen immer dasselbe. Das könnte echt so ein Paarungsding sein. Tiere haben ja oft ja so unterschiedliche... Ja, aber das ist ja schon eine große Diskrepanz in der Oktave, also... Vielleicht ist es ein Männchen und ein Weibchen, oder? Timer! Hallo, Verox. Nicht Lunastenke. Könnte das ein Giraffenbulle sein? Oder ein Netzpython? Ich liebe Giraffen. Nee, ich weiß auch nicht. Also ich hätte jetzt fast Truthahn gedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Eier, stimmt. Komm, der Timer ist durchgelaufen. Ihr hattet keine Ahnung, ihr habt mir nichts gesagt. Und wir haben hier Folgendes gehört. Otter! Nein, das ist keine Otter. Ich gucke alle Videos. Niemals ein Otter. Ich gucke alle Videos. Beim zweiten habe ich noch gedacht, na, Otter sind so cool. Niemals war das allererste ein Otter. Ich glaube, wir haben alle die gleiche For You-Page mit Ottern. Otter sind Franzi, so cool. Ich schick dir gerne danach das Video durch. Ich habe das einfach straight up von so Naturshots, was auch immer, von YouTube runtergesnackt. Also ich gucke wirklich so viele Otter-Videos und das erste habe ich noch niemals von einem Otter gehört. Otter Blasphemy. Ja, wir schicken dir das danach gerne bei YouTube durch. Danke. Oder irgendwo bitte. Bei Discord in YouTube. Vielleicht ist analytisch aus. Wegen Seeotter. Vielleicht klingen sie deswegen anders. Weil ich glaube, du hast die gleiche For You-Page mit dem Fischotter, ne? Das wahrscheinlich. Das könnte sein, ja. Vielleicht ist es einfach ein anderer Otter, aber es ist auf jeden Fall ein Otter. Oh mein Gott. Otter. Hier, könnt ihr nochmal hören? Okay. Hier ist aber Schluck auf was. Das ist ein Pavian. Ja, da habe ich noch gedacht, weil wenn du denen so Essen gibst, dann machen die nämlich so. Das zweite check ich eher, aber das Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Männchen ist, das einfach irgendwie so ein Weibchen sucht oder so, kann ja sein. Weiß ich nicht genau. Otter, aber es war auf jeden Fall ein Otter, die sehen auch sehr süß aus, ja. Das hätte ich echt nicht erkannt. Otter-Schnotter. Ja, vielleicht haben wir Otter-Experten im Chat, die das sagen können, wo der Unterschied war, aber genau. Vielleicht sind so ein Otter-Spezialisten. Gibt's ja auch, muss ja auch geben, ne? Aber erstmal gib mir Linda die nächste Frage bitte. Also ich habe am meisten Angst vor Mathe-Mann, deswegen stelle ich mich meiner Angst und nehme Mathe-Mann 350 in der Mitte. Mathe-Mann 350 in der Mitte. Hexeingabe, wenn ich das schon sehe. Passt auf. Ja. Mathe-Mann ist Schätzfragen, aber ein bisschen nervig. Für euch vielleicht. Weil ihr zwei Schätzfragen kriegt und ihr müsst die irgendwie miteinander verrechnen. Dafür könnt ihr gerne den Taschenrechner benutzen. Ihr könnt dafür gerne einen Taschenrechner benutzen. Der Rechenweg ist mir im Prinzip nicht so wichtig. Hauptsache, das Ergebnis stimmt, okay? Das Ergebnis ist das Wichtige. Schreibt mir aber gerne den Rechenweg mit dazu. Ich bin gerade abgelenkt. Schreibt mir gerne den Rechenweg mit dazu. Damit Chats das halt so ein bisschen sehen können. Ja? Fangen einfach mal an und ihr seht dann eh gleich, was es ist. Ja? Ferox und Luna lenken mich auch gerade ein bisschen ab. Es ist so süß, Entschuldigung. Ja. Die erste Mathe-Mann-Frage für euch. Jetzt beißt er rein. Ferox, hör auf. So. Die erste Mathe-Mann-Frage. Registrierte Discord-Nutzer weltweit. Geteilt durch die Größe eines Kolibris im Zentimeter. Klar, na sicher. Warte, was war das erste nochmal? Registrierte Discord-Nutzer weltweit. Geteilt durch die Größe eines Kolibris in Zentimeter. Ach du Scheiße. Ja, das ist schon 20 Zentimeter, oder? Schon groß. Warte mal. Ja. Was gigantisch. Krise, ey. Enorm. Ich weiß. Kolibri. Registriert weltweit. Das sind schon viele, ne? Kann man einen Taschenrechner nehmen? Mal einen Taschenrechner nehmen? Ja, ich klar. Ich hab's genau richtig, also ist vorbei. Du kannst natürlich auf jeden Fall einen Taschenrechner nehmen. Kann ich keine...
Discord-Nutzer weltweit. Ja, ja. Registrierte Discord-Nutzer weltweit. Sag mal, Linda, stehst du eigentlich? Ich sitze auf so einem Barstuhl. Ah. Weil mein ja? Platz ist ja belegt. 500.000? Ah, ist es im Durchschnitt einfach? Macht das Sinn? Boah, ist schon wieder... Millionen. 500 Millionen. Teilt durch. Wieso macht er das denn jetzt so? Muss ich das immer neu eingeben? Hä? Ja. Ich muss... Sieht man das? Weil mein Taschenrechner macht, wenn ich geteilt eingebe, solche Sachen. Was ist das denn? Ich muss euch kurz ein Update geben. Wir fragen nicht nach dem durchschnittlichen Kolibri, sondern nach dem durchschnittlichen Riesenkolibri. Ah, ja. Oh ja, das sind ja alles. Warte, ich nehme mal den Rechner auf dem PC. Ich war die ganze Rechnung ist jetzt kaputt. Ich mach die Regeln ja auch nicht. Also warte mal. So. Hm, hm, hm. Hm? Ja, da ist dann so. So, das ist ja auch riesig. Genial, Alter. Boah, nee, ich hab die Idee, Alter. Pass auf. Wäre viel, ne? Ey, oh, ich weiß was. Okay. Ich weiß nicht mal, wie groß ein normaler ist. Ach, gar keine Ahnung. Das weiß man doch, Linda, Mensch. Also. Ach, ich habe in der Stunde geschlafen, als wir über Riesenkolibris geredet haben in der Schule. Ich hatte Kolibri quasi als Fach. Ich gebe euch ein Kolibri. Ja, ich kann es nicht sagen, was ich gerade gerechnet habe. Ich gebe euch noch kurz eine Sekunde, aber ihr müsst also, langsam zum Ende kommen. Ich gebe euch einen 15-Sekunden-Timer. Mach mal so, komm. Soll der Geiz. Ah! Ist jetzt richtig gerechnet? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Doch, ich habe übrigens 100 durch 8 gerechnet. Ich wollte es immer kurz gesagt haben. Ich war auch bei 100 durch 8. Shit, ich hab's noch korrigiert. 100? 100 Millionen. Achso, ich wollte gerade sagen, 100. Also, ich dachte, 100 registrierte Nutzer wäre ja wenig. Oh, okay. Dann gehen wir da jetzt mal durch, okay? Wir haben ja 4 verschiedene Antworten offensichtlich. Die erste ist... Franzi, die hat mir keine Rechnung gegeben, die hat mir aber 60.869.565 gegeben. Ja. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ja. Und gucken uns dann die Rechenwege der anderen an. Da haben wir nämlich einmal von Linda 10 Millionen durch 20 Zentimeter ist 0,5. Also du hast einfach 10 quasi durch 20 genommen und nicht 10 Millionen durch 20. Ach Mann, ich hab... Oh, ich hasse Mathe. Ja, aber es ist ja... Ich hasse Mathe. Ich hatte Brainlag. Nein. Ja, du hast im Prinzip hast du 500.000. Ja. Aber das steht jetzt halt 0,5 und deswegen müssen wir 0,5 nehmen. Ist doch, ja. Der Rechenweg steht doch dort. Ich finde schon, dass man das. Ja, weißt du, dann schreib einfach 500.000 hin, okay? 500.000 hin und dann rechnen wir mit 500.000. Ist ja überhaupt kein Problem. So, dann haben wir Wähler einmal mit 100 Millionen. Durch 8 cm ist 12,5 Millionen. Und dann haben wir einmal Philipp mit 100 Millionen durch 10 cm ist 10 Millionen. Ich kann dir sagen, Linda, 20 cm absolut richtig. Der Riesenkolibri in Zentimeter, 20 cm im Durchschnitt. Das ist richtig, ja. Aber die Antwort, es geht ja um die Antwort, ne? Genau. Ich hab das geschrieben. Ja, die 20 cm sind richtig. Da hast du richtig geschätzt. Und dann habe ich Discord-User gibt es allerdings 250 Millionen. Ach, sprich, dein Ergebnis ist halt leider trotzdem sehr weit weg. Ach, ist mir egal. Genau. Entschuldigung. Das heißt, wir haben 250 Millionen durch 20 und dann kommen wir auf 12. Nee, nicht 12, oh, wir haben auf 12 Millionen 500.000. Das heißt, Wähler hat tatsächlich eine Punktlandung. Das heißt, sie kriegt nicht nur 350, sondern nochmal die Hälfte obendrauf. Das muss aber Flo machen, das sind 175. Lol. Wirklich, meine Matura 4 in Mathe ist okay, gone. Das mache ich in meinen Vorstellungsschreiben rein. Meine Rechnung war übrigens 420 Millionen durch 6,9 Zentimeter.
Das dachte ich mir tatsächlich. Ja. Das ist naheliegend. Es ist, ja. So weit war es ja gar nicht weg. Also es ist schon weit weg, aber ja. Halt so, ne? War okay. Zweistelligen Millionenbereich so. Das Lustige ist, Vela hat beide Schätzwerte waren komplett falsch. Ja. Ne? Aber die Antwort war exakt. Passt. Die Antwort war einfach exakt richtig. und darum geht's. Darum geht's. Ja? Okay. Deswegen, ich hasse die Kategorie. Ja, Linda, es tut mir leid, aber es ist ja überhaupt nicht so schlimm. Also du warst ja, Discord warst ein bisschen weit weg, aber muss man halt. Ja, komm. Finde ich nicht schlimm. Franzi, gib mir gerne die nächste. Ich würde gerne die Tiere fusioniert sehen für 350 in der Mitte. Tiere fusioniert 350 in der Mitte. Kriegst du gerne? Da haben wir jetzt. Genau, ihr schreibt wieder. Das kann jeder beantworten. Ihr seht jetzt gleich ein Tier. Ihr schreibt mir rein, welche zwei Tiere fusioniert wurden. Und wenn ihr mir die richtige Antwort gebt, dann kriegt ihr die Punkte. Offensichtlich. Ne? Und das erste fusionierte Tier, das ihr seht, ist das hier. Oh. Ich hasse mein Leben. Muss es das genaue Tier sein? Nee, ne? Also jetzt kein Es muss, doch, also es muss schon relativ genau sein. Keine Ahnung. Ach so. Besser wird's. Nee, das ist nicht. Mann, das hatten wir letztens Blesk bei unserem Quiz. Das ist genau das Bild, aber ich weiß ja, es aber nicht. Ja, aber du kannst dich trotzdem nicht dran erinnern, wahrscheinlich. Deswegen ist es okay. Ja, so eine Scheiße. Gib mir mal einen Timer. Das ist, glaube ich, relativ wenig. Braucht zwei, genau. Also ich will halt immer, dass sich eure Antworten decken mit dem, was bei mir als Antwort drin steht. Das ist einfach wichtig. Ja? Das ist jetzt durch. Ihr habt mir vier verschiedene Antworten gegeben. Und das sind... Das sind gar nicht vier verschiedene Antworten. Ihr habt mir tatsächlich gegeben Meerschweinchen und Affe, Affe und Meerschweinchen, Affe und Meerschweinchen und Affe und Kapibara. Kapibara. Kapibara, Kapibara. Kapibara, 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 Kapibara. So. Ja, Mann, auf Kapibara bin ich nicht gekommen. Lena hat auch gesagt, ja, oder Kapibara, lol, hätte dir nicht geholfen, nein? Philipp. Wir suchen hier nämlich, und das habe ich so ein bisschen angedeutet, einen Schimpansen und einen Kapibara. Hm. Ja. Schimpanse ist auch ein Affe. Oder bin ich blöd? Ja, aber es ist na, den Schimpansen. Ist ein Schimpanse nicht kann man... braun? Der ist doch nicht hellbraun. Er ist doch, ja, das schwarze Fell. Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, das Fell kommt vom Kapibara, nicht wahr? Das Fell kommt vom Kapibara, ja. Ach so, okay. Ja, aber dann ist es schwer. Kriege ich einen halben Hälfte? Nee, also wenn, dann wäre ja Wähler am nächsten dran, weil die hat mir direkt Kapibara mitgegeben. pass auf, ich gebe... Wähler, du kriegst die Hälfte der Punkte... Für die Hälfte der richtigen Antwort. Ihr kriegt einfach jedes Mal, wenn ihr eins der zwei Tiere erratet, kriegt ihr die Hälfte von dem Punktewert. Das ist 0,75. Weil das schon ein bisschen schwierig ist, vor allem wenn halt so Affe und Schimpanse unterschieden werden muss. Ist einfach ein bisschen tricky. Dann ist es, glaube ich, einfach ein bisschen besser. Aber wo hätte man da den Schimpansen erkennen sollen? An der Schnauze, oder? Aber die ist doch vom Kapibara. Achso, die ist vom Kapibara. Nur an den Händen? Ja, das ist an den Füßen, Händen vielleicht so ein bisschen... Aber wie gesagt, ja, okay. 175 Punkte auf dein Konto. Müssen wir nochmal per Hand machen. Das musst du gleich machen, Flo. Genau. Flo dreht durch. Ja, er muss ja nebenbei den Stream wieder irgendwie hochziehen, aber. 20 Sachen gleichzeitig. 175, das passt. Ich krieg 50 Punkte. Nee. Wähler, du darfst mir gerne die nächste Frage geben. Es tut mir leid, Luna. Kann ich nicht machen. Ich probiere mal sortieren, Mitte. Sortieren, Mitte. Probieren wir. Christa, sortieren ist wieder eine Textfeldfrage. Ne? Wenn ihr mir die richtige Antwort gebt, kriegt ihr auch die volle Punktzahl. Bei der ersten Frage
Sortiert ihr mir bitte in eurem Textfeld. Nach, und die Frage steht gar nicht hier, aber ich weiß es noch, nach Followern sortiert ihr mir bitte Trimax, XQC, Ninja, Ludwig und Anomaly. Ich weiß, was mit Tieren. Wer ist denn Anomaly? Was ist Ludwig? Ich kenne nur Trimax. Anomaly ist ein CS-Streamer. Der hat sehr viel CS gestreamt und Case-Openings und so früher sehr viel gestreamt. Scheiße. Ich schreibe mir so quasi neues Textfeld einfach so richtig krasse Reaktionen gehabt. Die Buchstaben bitte rein, dann ist es übersichtlich, okay? Ach du Scheiße. Warte, von klein nach groß? Genau. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Ach du Kacke, keine Ahnung, ey. Kann ich noch mal was fragen, Trigger? Klar doch. Die Twitch-Follower? Genau, die Twitch-Follower. Ja. Die Twitch-Follower von klein nach groß. Ach so, och Mann. Kann ich einfach andersrum schreiben? Du kannst einfach die Buchstaben schreiben, so wie alle anderen. Oh. Ja, nee. Bitte? Ich lass einfach so. Klein. Meine, also bei mir ist es da. Da, wir haben gerade ein bisschen technisches Struggle. Aber ich gebe euch trotzdem mal einen Time. Wir machen ganz mal weiter, das kriegen wir schon den Ball irgendwie gefixt. Bella, kennst du den zweiten? Excuse me? Okay. Ich hatte gehofft, dass du ihn nicht kennst und dann. Dass du das nicht einfach umschreiben kannst, Philipp, da krieg ich schon wieder Krise. Ey, ich muss alles rauslöschen und dann nochmal. Ja, neu, aber ich hab doch gesagt, schreib mir die Buchstaben rein. Du schreibst ja auch einfach alles aus. Wenn ich angefangen hätte, hättest du den Timer gestartet. Ich kenn dich doch, du dreiste Sau. Nee, gar nicht hätte ich das gemacht. Auf gar keinen Fall. So, nee. Ja. Einfach die Cam-Nummer neu rein. Hm. Wer ist Ludwig und Anomaly? Was also Ludwig kenne ich nicht, aber Anomaly ist ein CS. Zumindest kenne ich ihn nur aus CS. Der hat halt sehr viele Case-Openings damals gemacht und immer so richtig krasse Reaktionen dann hochgeladen und. Okay. Den anderen spricht man Ludwig aus. Ludwig ist für mich auch gut. Ich glaube, war das nicht der erste, der so einen Endlos-Stream gemacht hat? Der hat dann so 3 Monate gestreamt oder so, bis er durch war. Ja, das ist manchmal schon. Subathon? Ich glaube, der ist also schuld an der ganzen Scheiße, cool. Ich glaube, ja. Der hat ins Leben gerufen. Wir haben Streamer sortiert nach Followern, von klein nach groß, außer Philipp. Der hat es natürlich andersrum gemacht. Von groß nach klein. Genau. Philipp hat mir gesagt, von groß nach, also von klein nach groß, Brücki 1, Anomaly, Trimax, Ludwig und XQC und Ninja, so rum. Dann hat mir Linda E, A, D, C und B gegeben. Das ist Anomaly, okay, es ist ausgeschrieben, wahrscheinlich doch besser. Das ist Anomaly, Trimax, Ludwig, Ninja und XQC. Wir haben bei Smash Fanatic D-A-E-C-B und bei Vayla E-D-A-B-C. Ja. Und jetzt raff ich auch, dass das, was Philipp gemacht hat, natürlich ein bisschen cleveres. Richtig rum ist es E. Kleinste. Anomaly. Ja. Das fängt schon mal gut an. Dann haben wir D. Ludwig. Ah, warum hat der denn so wenig Follower? Ludwig hat 3,09 Millionen. Oh nein. Dann haben wir A, das ist Trimax mit 3,43 Millionen. Dann haben wir B, das ist XQC mit 11,9 Millionen. Krass. Und dann haben wir Ninja mit 18,6 Millionen. Beim nächsten Mal schreiben wir das in Wahl aus. Das macht es ein bisschen einfacher. Und damit hat niemand die Frage richtig beantwortet. Oder? Doch, Wähler komplett richtig. E, D, A, B, C. Doch, stimmt.
Ja, ey, tut mir leid, Wähler, klar. Wähler hat richtig beantwortet. EDABC ist absolut korrekt und damit kriegst du 350 Punkte auf dein Konto. Die wollte ich dir gerade schon wegnehmen. Sie hat nur gelogen. Sie hat so. Nee, ich dachte, Anomaly kenne ich nicht und Ludwig nicht. Dann dachte ich ja, das sind wahrscheinlich die mit der weniger Reichweite, weil die anderen kenne ich. Genau. Lustigerweise ist Ludwig so einer der bekanntesten Creator überhaupt, glaube ich. Aber deshalb mehr so. Ludwig war halt lange halt so. Ludwig ist halt so sehr viel YouTuber auch, glaube ich. Der ist halt nicht so super. Aber Normally ist auch eher YouTuber. Ja, Trimax soll mal chill mit seinen Followern. Ja. Das geht ja nicht. Ja, ABC kann man dann easy machen. Ja. 350 Punkte für dich. Cool. Philly, gib mir gerne die nächste. 420. Ja, dann nehmen wir mal die 400, wer weiß sowas. 400, wer weiß das sowas. Das macht mich glücklich. Kriegst du gerne. Any Minecrafters in the chat. Oh nein. Sand. Wie viele Diamanten werden benötigt, um eine komplette Rüstung in Minecraft zu bauen? Ich glaube, es waren 24. Wie kommst du auf 24, Franzi? Ich habe diese Frage schon mal in irgendeinem Format gesehen. Also das war schon mal eine Frage in irgendeinem Frageformat. Ich glaube, es waren 24 oder 26, aber mein erster Gedanke war 24, deswegen sage ich 24. Franzi sagt 24 und das ist, da merkt man natürlich, dass das ist eigentlich Smash Lunatic Crafter XD HD heißen sollte. Ja. Es sind nämlich 24. Smash Crafter HD TV. Ich habe irgendwo gehört, wusste ich jetzt nicht, weil ich so viel Minecraft spiele tatsächlich. 24, wild. Geil. Ich habe vorbereitet, alle Quizshows geguckt und. Auf die Frage habe ich gewartet. Auf die Frage hat sie gewartet, ja. 24, absolut korrekt. 400 Punkte auf dein Konto. Sehr stark. Linda, nächste. Tiere fusioniert. 350. Zweite von oben. Christo. Zweite von oben. Diesmal, ihr wisst Bescheid. Jedes Mal, wenn ihr mir eine richtige Antwort gebt, kriegt ihr 50%. Wenn ihr beide richtig habt, kriegt ihr die volle Punktzahl. Das Tier, das wir suchen, ist das hier. Und ich will von euch wissen, was wir fusioniert haben. Du willst ja die Rasse wissen, ne? Du Schwein. Ich will einfach nur das Tier. Einfach nur das Tier jetzt haben. Ja. Bei beiden. Soweit ich weiß, ist ja auch Affe und Schimpanse. Das ist ja, das ist, da unterscheiden wir zwischen der Gattung und dem Tier und, ne? Achso, ja. Also Rasse oder so genau müssen wir nicht gehen. Okay. Ich gebe euch mal einen Timer. Nee. Ich habe sehr interessante Antworten. Ich habe zwei verschiedene Antworten tatsächlich. Vier insgesamt, aber zwei verschiedene. Wir haben hier nämlich von zwei Leuten, genau von Philipp und von Vela, Alpaka und Katze. Oh, das wollte ich auch noch schreiben, weil ich dachte, vielleicht doch Alpaka. Und von Franzi und Linda haben wir Lama und Katze. Scheiße. Frage ist, ist es das Lama oder ist es das Alpaka? Ja? Muss das Alpaka sein. Katze ist richtig, kann ich jetzt schon sagen. Ja, wahrscheinlich. Dafür kriege ich natürlich alle mindestens die Hälfte. Aber in meinem ersten Kopf war Lama-Füße. Sim. Wir haben hier tatsächlich ein Lama. Ist ein Lama? Ja, man muss auch mal einfach denken. Ihr beiden kriegt die volle Punktzahl und Philipp und Wähler, wir fügen euch manuell wieder 175 Punkte hinzu. Wo ist der Unterschied zwischen Lama und Alpaka? Weil bei mir sind so Alpakas die Straße runter. Eins von beiden ist einfach deutlich größer als das andere, soweit ich weiß. Ah. Ja. Was ansonsten noch der Unterschied ist, weiß ich nicht genau. Die beide oder eins davon? Die wichtigen Fragen. Aber eins davon. Gute Frage. Lama spuckt ja auf jeden Fall.
Lama spuckt auf jeden Fall. Eventuell Hinweis auf die Joker-Blesk, das sollte ich machen, weil ihr, glaube ich, vergessen habt, dass ihr überhaupt Joker habt, ne? Aber Joker. Ja, wenn ihr Minuspunkte kriegt, ihr könnt euch die einmal entfernen. Einmal. Wenn ihr einfach sagt, oh, ich will die nicht, nimm mir die weg, ist der Joker weg. Und Kaffeepause, ihr könnt jemanden aussetzen lassen. Lohnt sich halt am meisten bei den letzten 5 Fragen. Aber auch nur eine gleichzeitig. Sprich, wenn jemand schon Kaffeepause vergibt, ihr könnt nicht alle gegenseitig euch aussetzen lassen. Das geht nicht. Also kein Risiko ist zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas falsch sag und dann sag, nee, ich will die Punkte nicht und dann, okay. Dann kannst du den Minuspunkt einmal rausschreien lassen. So. Okay. Das hat sich angehört, wie ich dachte, Flo schnippst, aber er hat nur eine Flasche zugemacht, glaube ich. Alles gut. So, ihr habt die Punkte schon, oder? Bestimmt? Ja. Sehr gut, Flo hat ja gesagt, das passt. Franzi, nächste Frage bitte. Ja, ich glaube, wir wollen mal wieder den Fuchs hören für 200. Echt der Fuchs. Wie macht der Fuchs? 200 Punkte. Wie macht er? Hört ihr jetzt? Miau. Oh, shit. Das ist ein Elefant? Das ist ein Elefant? Ich habe ganz anders gedacht. Ist das ein Elefant, ist die Frage. Ich habe am Ende so ein Tröten gehört, so ein Tyrö irgendwie. Ein Tyrö. War da eins? Leider nein. Scheiße. Das ist kein Elefant. Dürfte mal reinhören. Ich brauche Punkte. Keine Ahnung. Ist das ein Pinguin? Oh. Ist das ein Pinguin? Ich habe erst an Möwen gedacht, aber das sind so viele auf dem Haufen und es klingt wie so Vögel, die auf dem Haufen sind. Ich denke, das könnte ein Pinguin sein. Ist das ein Pinguin? Sagt Philipp. Ja? Das ist eine sehr gute Frage, Philipp. Und die Antwort auf diese Frage ist ja. Oh, ihr hört hier einen Pinguin. Wenn du es gesagt hast. Er hat einen Pinguin. Chad hat gesagt, es ist ein Zombie aus Call of Duty. Das ist falsch. Ja, es ist tatsächlich ein Pinguin. Die klingen ganz wild. Ich habe mich für verschiedene Pinguine angehört. Hätte nie gedacht, dass sie so klingen. Ganz, ganz merkwürdig. Aber, ja, Philipp, Pinguin ist richtig. Elefant war falsch. Aber ich kann es ein bisschen. Da war so ein Terreau irgendwie am Anfang dabei. Aber wenn man ein bisschen länger reinhört, hört man, dass es irgendein Schnattern ist. 200 Punkte. Ja, gut. Schwere Frage für 200, aber ist okay. Wähler, gib mir die nächste, bitte. Mach mal. Tiere fusioniert. Zweite von unten. Tiere fusioniert. Das zweite von unten. Grüße. Tiere fusioniert. Das zweite von unten. Linda, hör auf. Entschuldigung. Mal gucken, wie viel ich da reinschreiben kann. Ja, probier das am besten jetzt nicht aus, nachdem wir Bluescreen und dreimal Absturz hatten. So. Ihr seht ein Tier, ist fusioniert. Gebt mir bitte zwei Tiere. Was? Was ist das denn? Wie heißt das denn? Ach so. Was bin ich sehend, Alter? Das Kindheitsfoto von mir. Nee, warte mal, was ist denn das zweite Tier? Musst du wissen. Da war ich noch hübsch und dynamisch. Das ist das, oder? Boah, was? Ich sehend einfach nur. Ihr kriegt von mir einen Timer. Nee, die haben nicht so große Ohren. Ach, ich weiß nix. Bin gerade auch überfragt, ne? Manchmal hilft das, wenn man so den einen Teil so zuhält, aber irgendwie hilft das. Aber was ist das für. Das macht keinen Sinn, weil es heißt einen plüschigen Schwanz. Ja, es hat mich auch verwirrt, der Schwanz. Ich hatte nämlich erst ein anderes Tier da stehen. Ich weiß gar nicht. Ihr habt mir 4 verschiedene Antworten gegeben und das finde ich sehr gut, weil wir dadurch auflösen können. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr cursed. Sehr, sehr cursed. Mhm. Und es ist sehr gut, dass es nicht existiert in der
Ich finde es wunderschön. Es ist schon auf seine einzige Art und Weise. Danke, Blisk. Ja, es ist schön auf seine eigene Art und Weise, ja, das stimmt. Nee, eigentlich nicht. Aber ist okay. wir gucken mal, was ihr gesagt habt. Wir haben 3 verschiedene Antworten diesmal. Einmal von Vela und von Baso. Känguru und Schnabeltier. Wieso sind wir ja. so? Känguru, das könnte es auch sein, ja. Känguru und Schnabeltier. Dann haben wir von Franzi Schnabeltier und Fuchs. Und von Philipp Schnabeltier und Esel. Esel. Hat Esel mit einem buschigen Schwanz? Sehen die so grumpy aus im Gesicht, in den Augen? Ihr müsst halt überlegen, dass das eine AI generiert, ne, die Bilder. Naja, also stimmt. Ja. Kann ich schon mal sagen, dass ihr für Schnabeltier alle 175 Punkte kriegt, weil das Schnabeltier natürlich absolut mit drin ist. Ich bin ja auch ein Schnabeltier. So. Und derjenige, der das zweite Tier richtig erraten hat, ist Philipp. Es ist ein Esel. Also, Die Ohren. Na, ich weiß nicht, was der Schwanz da hinten noch sein soll. Das sieht aber auch nicht aus wie Eselohren, sorry. Gar nicht. Ja. Ja. Die spitze Eselohren? Ich hatte erst Hase da stehen wegen den Ohren. Ich auch! Entschuldigung. Ja, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Schnabeltier, ein Esel. Na, AI macht das nicht immer super perfekt, aber Philipp kriegt hier die volle Punktzahl. Ich überlasse es dir, Flo, ne? Dann klicke ich nicht irgendwo drauf, nur ist schon verteilt. Philipp kriegt, wie gesagt, 350. Was? Alle anderen kriegen aber 175 für das Schnabeltier. Und wie gesagt, es ist sehr gut, dass das Tier nicht existiert. Pink. Philipp hat Punkte. Ich sehe da keinen Esel. Sehr gut. Sam. Ja, ich sehe da auch eigentlich aber gar gut. nichts. Müsst ihr wissen. Ja, Lena. Philipp, nächste Frage. Ja, ich würde mal gerne wissen, wie der 600er Fuchs macht. Der 600er Fuchs. Ring, ding, ding, ding. Du nimmst die Punkte quasi raus. Da bin ich sehr gespannt jetzt. Sehr, sehr gespannt. Seid ihr bereit für das 600-Punkte-Tiergeräusch? Yes, sir. Kriegt ihr das in 3, 2, 1. Ja. 600 Punkte, das war ein Tiergeräusch. Ich sag, also ich kann ja den Joker dazu nehmen, ne? Den kleinen Risiko-Joker, ne? Richtig. Ich sag, das ist ein Zebra. Du sagst, es ist ein Zebra. Du musst den Joker gar nicht dazu nehmen, weil du hast ja noch keine Minuspunkte, ne? Du nimmst den quasi erst dann, wenn du. Ich nehme ihn, wenn die Frage, wenn ich das falsch habe, ja. Ja. Also jetzt, weil ich kann schon mal beantworten, ist es falsch. Also ich geb dir jetzt keine Minuspunkte, ich reset einfach deinen Buzzer und du kriegst keine Minuspunkte. So. Ist falsch. Okay. Wir hören nochmal rein. Wir stoppen. Und ich gebe euch einen Timer. Ihr seid sehr verwirrt, anscheinend. Ich habe gedacht, wenn ich meine Augen zumache, kann ich mir das vielleicht vorstellen, aber hat nicht geklappt. Ich hab gedacht, man hat so Hufe irgendwie gehört, irgendwie, und dann dachte ich. Wie so Stroh hört man, ne? Ja, Stroh und also so. Also, es hört sich sehr so dschungelmäßig an, finde ich im Hintergrund, aber das war's. Wenn es euch hilft, in meinem Chat gab es keine einzige Person, die es richtig erraten hat. Das ist schon mal eine Person. Für mich weniger dumm. Ja. Nicht eine. Ist es ein Vogel? Kann ich in meinem Chat auch nachgucken, ob es eine gibt? Nee. Kannst du nicht. Schade. Ich sag dir nämlich jetzt einfach, was es ist. Es ist ein Panda-Bär. Ah. Was? Lol. Okay. Ja,
Die klingen anscheinend so, die klingen sehr merkwürdig, gibt leider halt nicht so viele von, ne? Deswegen hört man die auch nicht so oft, aber das ist das Tiergeräusch eines Panda-Bärs. Gut, muss Panda-Bär, Panda-Bär. Habe ich doch keinen Huf gehört. Müsst ihr eigentlich in der Schule in Deutschland im Biologieunterricht auch alle so Vogelarten auswendig lernen und zu so einen Test dann antreten, wo ihr den Vogel nachmachen müsst und erkennen müsst? Nein. Ach ja, das, nein, ist, okay. Das ist 100 Pro, das ist bestimmt so ein Österreich-Ding. Ja, maybe. Ja, wir mussten so Bäume auswendig lernen und wir haben letztens so ein Quiz gemacht mit so Baumarten und ich wusste nichts mehr. Bäume und alle US-Bundesstaaten, das mussten wir auch können. Mit Hauptstädten. Gar nichts. Echt? Ja. Ich muss gar nichts lernen in der Schule. Du musst ja, schon nicht hingehen, Dreifetz. Ja, vielleicht. Ich musste Azeroth retten damals. Ich auch, ja. Linda. Der Lich King. Sortieren 350 ganz oben. Sortieren 350 ganz oben. Kriegst du von mir. Diesmal schreib bitte nicht einfach Buchstaben, sondern schreib das aus. Ja. Das ist leichter so. Verstanden. Aufzuzeigen. Ihr sortiert bitte folgende Tiere nach ihrem Gewicht. Durchschnittliches Gewicht. Mhm. Einmal den Mondfisch, den Strauß, das Wasserschwein, die Lederschildkröte und die Anaconda. Von klein nach groß oder groß nach klein? Von leicht nach schwer. Alles klar hin. Was ist ein Wasserschwein? Ist das ein Meerschweinchen? Oder ist das ein Schwein? Also ein dickes. Oh Gott, das weiß ich nicht. Oh. Philipp, ich schmeiß dich gleich raus. Hör auf. Ja, das war nur für mich. Moment. Nee, warte, Wähler, bitte ausschreiben. Schreib das bitte aus, sonst, wenn ich das vorlese, ist weird. Also schreib bitte. Ja, ich hab's gerade nicht mehr raus. Ansonsten ist es so beim Auflösen einfach ein bisschen blöd. Aber Philipp hat's absichtlich gemacht. Sag ich. Nein, dir. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Mein Gott, ich kann nicht schreiben jetzt. Kann mir jemand sagen, ob die Lederschildkröte groß ist oder klein? Das weiß ich leider auch nicht. Boah, jetzt ist die Frage, Alter. Nee, das kann nicht sein. Das ist doch schon. Bitte. Ach, ich kann das nicht einschätzen. Ich gebe euch mal einen Timer von 15 Sekunden. Ich stelle mir gerade vor, wie ich so eine Wasserschwein hochhebe. Schon schwer, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt stelle ich mir auch vor, wie du ein Wasserschwein hochhebst. Ah, ich habe, glaube ich, die Schildkröte völlig falsch eingeschätzt. Ich habe an so eine kleine Mini-Schildkröte gedacht. Aber vielleicht ist auch so ein richtiger Oschi, wisst ihr? Ja, das ich habe mich Problem. Jetzt voll rausbringen lassen. Ich habe mich jetzt so vorgestellt, wie ich diese Dinger hochhebe, ja. Und habe jetzt alles nochmal verändert. Ja, wenn man das macht, das ist schlecht. Aber wir haben sehr coole Antworten. Wir gucken mal, was ihr gesagt habt, okay? Philipp draußen sind sagt, dass das Leichteste der Mondfisch ist, dann kommt die Lederschildkröte, dann die Anaconda, dann das Wasserschwein und dann der Strauß. Oh ja, das finde ich. Linda gut. Sagt, die Schildkröte ist sehr leicht, dann kommt der Strauß, dann kommt das Wasserschwein, dann kommt die Anaconda und dann kommt der Mondfisch. Der Mondfisch ist so ein richtiger Oschi, oder was? You know, der Mondfisch ist ein ganz großer, den habe ich schon mal bei Animal Crossing geangelt. Der Linda. Dann haben wir. Ich ja nichts für. Dann haben wir Franzi mit Mondfisch, Lederschildkröte, Anaconda, Wasserschwein und Strauß. Das ist quasi dieselbe Antwort wie die von Philipp. Dann haben wir Wähler mit Wasserschwein, Lederschildkröte, Mondfisch, Strauß, Anaconda. So. Perfekt. Das, was Linda gesagt hat, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir haben erstmal das Wasserschwein mit ungefähr 90 Kilo. 91 Kilo ist es das leichteste Tier auf dieser Liste. Dann haben wir den Strauß. Leichteste? Den Strauß mit 156 Kilo. Das ist der größte, der Strauß ist der größte hier Laufvogel der Welt, glaube ich. Dann haben wir die Anaconda mit durchschnittlich 250 Kilogramm. Mhm. Und dann haben wir die Lederschildkröte mit 916 Kilogramm. Oh.
hochgehen, habe ich mich gleich versteckt. Ne? Und dann haben wir den Mondfisch mit 2,3 Tonnen. Wenigstens den habe ich richtig. Den hast du richtig, ja. Animal Crossing Knowledge. Genau. Es war sehr schwierig. Sind Wasserscheine diese nicht. So deine Wasserpflanzen? Ich habe den nur einmal gefangen. Bitte? Den Mondfisch in Animal Crossing. Ja, der ist wirklich, wirklich riesig. Der ist auch selten, oder? Ein Mondfisch. Ja. In Animal Crossing, ja. Der mit der Flosse, da zieht man dann so einen riesigen raus. Wasserschweine sind Kapibaras? Das Kapibara oder Wasserschwein ist eine Säugetierart aus der Familie des Meerschweinchen. Oh, ich hab ja, kann sein. Och man, schreib doch Kapibara hin. Und naja, ich hab die Frage doch nicht gemacht, Linda. Ich dachte, das wären diese Schweinchen, die vor diesen Inseln da in Südostasien irgendwo paddeln, dachte ich. Dachte ich auch. Ich dachte, es ist ein Schwein im Wasser. Ja, eben. Und ich wusste auch nicht, dass die Lederschildkröte die größte Schildkröte ist. Ich hab bloß so eine kleine. Ja, aber pass auf, jetzt habt ihr immer was gelernt. Jetzt wisst ihr, dass das Wasserschwein ein Kapibara ist und dass die Lederschildkröte sehr groß ist. Das ist auch cool, oder? Wie groß sind denn Mondfische? Das ist ja riesig, die sind riesig. Die schwimmen so ganz oben auf der Seite. Ich habe noch nie was von denen gehört und ich bin froh. Now you know. Das ist so ein runder Fisch mit so oben und unten auf Lost. Der hast bestimmt schon mal gesehen. Ja. Ich glaube, ich einfach ein ungebildeter Fisch. Scheiße, ich habe es noch nie gesehen. Ja, das ist so ein Animal Crossing Fisch auf jeden Fall. Ich habe auch mein ganzes Insektenwissen aus Animal Crossing. Ja. Und euer Animal Crossing Charakter fischt den dann einfach mal so auf Lock oder was? Ja, aber der ist selten. Gibt's nicht oft. Ach so, gut. Gibt's echt nicht oft. Franzi! Wie trägt er den? Ja. Nächste Frage. Ich will kein Mathe machen. Ich will, wer weiß denn sowas für 300? Wer weiß denn sowas für 300, kriegst du von mir. Geil. So ein bisschen Richtung Tiere, immerhin diesmal. Ich würde von euch gerne wissen, für 300 Punkte. Wer spielte Dr. Doodle in der neuesten Oh, da kam das Neueste noch hinten dran. Scheiße. Ja, ich hätte irgendwie Eddie Murphy, aber. Nee, nicht Eddie Murphy. Doch, war Eddie Murphy, ne? Aber in der neuesten weiß ich es nicht, keine Ahnung. Jetzt bin ich raus. In der neuesten Scheiße. Verfilmung. Es gab eine neue Verfilmung davon? Das wusste ich auch nicht. Cool. Was ist mit Eddie Murphy ja die neueste? Wie heißt der? Ja, kann ich hier Iron Man sagen? Nein. Geht es? Nee. Wie heißt der? Das tut mir echt leid, aber Iron Man lasse ich nicht zählen. Warte. Ich weiß auch nicht. Irgendwas mit Junior? 3. Tony Stark. 2. 1. Keine Ahnung. Ist der das? Leider kann ich das nicht zählen. Iron Man. Schiebung. Kriegt Minuspunkte. Boah, da habe ich so den Button durchgeholt. Ja, wenn dann. Ich denke mal, Vader wird das ja nicht einfach so gesagt haben. Ich denk ja, mal, vielleicht Robert ist das eine Downey, Falle von mir. Aber warte, ich mache hier kein Junior. Risiko. War doch nicht. Ah, stimmt. Robert Downey Jr., sagst du? Ja. Das ist Iron Man und das ist die richtige Antwort, aber das ist halt tatsächlich der Schauspieler, den wir suchen. Kannst du theoretisch machen, Wähler, aber es waren halt nur 150 Minuspunkte, das ist jetzt nicht die Welt. Ich weiß nicht, ob du es machen willst, weil bei den Doppelten kann man ja auch Doppelte verlieren, sprich, das kann da ein bisschen mehr wehtun. Nee, dann mach ich nicht. Ja, Philipp, kriegt die 300 Punkte und Wähler, du kannst mir gerne die nächste Frage dafür geben. Mach mal Tiere fusioniert, das letzte. Machen wir gerne. Tiere fusioniert. Ihr seht ein Tier, das wurde fusioniert und ihr gebt mir die zwei Tiere, die wir suchen. Und aus denen das fusionierte Tier besteht. Zack. Ah. Ein kleiner Chonker. Sieht gar nicht glücklich aus. Da gab es keine Fütterung. Ihr guckt so traurig. Also sieht zumindest so aus, ne? Wegen den... Der hat so vierfach Kinn. 1, 2, 3, 4. Wegen den Augen. Hell. Flecken. Mein Gott. Wegen dem Augenfell. So. Kriegst du einen Timer von mir? Alberschweiber. Ich kann euch
Ich sage noch gar nichts. Plopp. Also sind wir durch. Und ihr habt mir Folgendes gesagt. Einmal von Franzi die Antwort Panda und Robbe. Dann habe ich von Vela Walross und Panda ist gleich Walda oder Panros. Oh, Walross, ja stimmt, die sind ein bisschen dicker und so, ne? Dann habe ich von Linda Panda und Seelöwe. Und von Philipp Seelöwe auch gut. Panda und Walross. Der Walda ist es. Ich kann euch schon mal sagen, und es wird euch sehr überraschen, Panda ist richtig, dafür kriegt ihr schon mal 175 Punkte, alle. Allerdings gibt nur Walross die anderen 175 Punkte. Und damit haben Philipp und Vela, die gebe ich schon mal, die volle Punktzahl. Und die 175 Punkte kriegt ihr dann gleich vom Flo. Einmal an Linda und einmal an Smash Lunatic. Ah, scheiße. Philipp. Walröste sind so größer. Ja, das bin ich. Ich möchte gerne. Biologiestudium hat einmal. Wer weiß sowas 200? Wer weiß sowas 200? Kriegst du ja gerne, Philipp. Danke, Chris. Wir bewegen uns weg aus dem Tierreich und gehen wieder hin zu ganz merkwürdigen Fragen. Oh, wieder irgendwas mit Fußball. Nee. Wie heißen die vier Teletubbies? Tinky Winky, Lala, Dipsy und Po. Tinky Winky? Lustige Story dazu. Jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, mache ich einen Fernseher an und will Netflix gucken und bei meinem Samsung TV ist eingestellt, dass Teletubbies 24/7 läuft. Das heißt, ich gucke jeden Abend erstmal so 2 Minuten Teletubbies. Warum? Weil das da eingestellt ist. Es gibt anscheinend bei Samsung einen Fernseher, der 24/7 Teletubbies Warum? Ja, also mein Chat sagt, dass die Reihenfolge, in der du es gesagt hast, ist illegal, aber die Punkte kriegst du natürlich trotzdem. Du hast mich gesagt, Tinky Winky, Lala, Dipsy Po. Aber man muss das schon eigentlich so ein bisschen mitsingen dann auch. Kriegst trotzdem 200 Punkte. Nicht. Müsste man eigentlich. Ist richtig. Ist natürlich unfair, weil Philipp Teletubbies ganz oft guckt. Das wusste ich nicht. Ja, der vorlief immer 24/7 iCarly. Das haben sie irgendwann geändert. Jetzt läuft die ganze Zeit Teletubbies. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich auch nicht, Philipp. Linda. Unbedingt Mathe-Mann. Ich will gar nicht, dass Mathe-Mann doppelte Punkte gibt am Ende, bitte. Danke. Welches willst du haben? Oben. Oben. Okay. Vielen Dank, Rechner. Will das nicht. Ich auch nicht, aber ich will auch nicht, dass das doppelte Punkte gibt. So. Dann kriegt ihr jetzt von mir einmal die Matheaufgabe Anzahl aller Affenarten geteilt durch die Anzahl aller Affenarten geteilt durch die Kalorienanzahl von 25 Gramm Alpenvollmilchschokolade von Milka. Was? Aber was ist das denn? Ich kriege eine komplette Krise, das ist so geil. Kannst du mal den Text anzeigen? Danke. Ja. Was ist das? Warte, Mann, ist das einfach so bad, so blöd, ey. Ist denn das von 25 Gramm? Das hatten wir aber schon mal schlimmer. Philipp weiß es noch. Das war so ganz funky irgendwann mal. Oh Mann, die Katze ist so süß. Ich als Schleckermäuler weiß natürlich, dass die. Als ob die so ins Mikro reinspricht gleich. Ein kleines Baby. Ja, die macht jetzt so Podcast gleich. Ein bisschen. Lass doch alle eine Spende da fürs Tierheim. Ja. Wir machen mal so. Ist 25 Gramm eine ganze Schokolade? Ich kann das Gleichzeichen auf dieser Tastatur. Ich habe eine englische Tastatur. 25 Gramm. Hier. Was ist denn 25 Gramm? Ein Viertel von 100. Wie viele Nachkommastellen? 3? Ist das so random? Dann nimm doch eine ganze. Mach einfach 2. Ich bin super überfordert. Einen kleinen Tipp, Kalorien werden immer in 100 Gramm gerechnet, sprich Süßigkeiten haben auf 100 Gramm oft so und so viel Kalorien und dann nehmt ihr halt einfach ein Viertel davon. Ja, ich glaube, das ist nicht das Schwere. Achso, Kalorien ist schon, also nicht Kilokalorien, sondern Kalorien. Bitte? Ja, also Kilokalorien, klar, ja. Na, ich... Umgangssprachlich hat man einfach nur Kalorien, aber Kilokalorien. Stimmen.
Aber was gibt's da so an Affen, ne? Also in jedem meiner Solo-Q-Games sind schon mal 9 verschiedene. Good one. 10 meinst du, ne? Nee. Jagst du die Fliegen? Fein. Ja, fein. So eine Jägerin. Angst, dass das irgendwie zu viel... Passt uns das? Ich gebe euch einen Timer von 15 Sekunden. Ah, meine Rechnung. Scheiße, egal, machen wir so. Mann. So. 4 verschiedene Antworten auf diese unglaublich schwere Matheaufgabe. Ihr solltet rechnen die Anzahl aller Affenarten durch die Kalorienanzahl in Kilokalorien von 25 Gramm Alpenvollmilch Schokolade von Milka. Ne? Sehr einfache Aufgabe, geht auch von der Zunge, ganz leicht, so wie die Schokolade. Ja. Hashtag Werbung, okay. Not sponsored, okay. ja. So, da habt ihr Folgendes gerechnet. Wir haben einmal Philipp, der hat gesagt, 360 Affenarten gibt's. Ich wollte eigentlich noch korrigieren, aber ich habe keine Zeit mehr. Eine Schokolade hat 120 Kalorien, also zumindest ein Viertel von 100 Gramm, also 25 Gramm haben 120 Kalorien. Dann haben wir einmal Vela, die hat gesagt, es gibt 350 Affen und 100 Kalorien auf 25 Gramm. Oh. Dann haben wir einmal Franzi, die hat gesagt, 137 Affen gibt's und 69 Kalorien. Und dann haben wir Linda mit 69 Affen und 120 Kalorien. Ja. Oh Mann. Franzi, 69 Kalorien, die Schokolade muss ihm fehlen, weil das ist, das wäre die Diätschokolade auf jeden Fall. Genau, ja, wir haben bei einer... Gramm. Ja, Schokolade hat sehr viel Kalorien. Wir haben tatsächlich auf 25 Gramm 133 Kalorien. Also oh, da seid Mann. Ihr schon alle, auch Franzi, ihr seid alle eigentlich noch relativ nah dran so. Das ist jetzt nicht so komplett out of ballpark. Allerdings gibt's 518 verschiedene Affenarten. Mann, wie What? Bitte? 518 verschiedene Affenarten. Krass. Das heißt, wir kommen auf ein Ergebnis von 3,89. Und das heißt, dass Vela mit Abstand am nächsten Krass. Dran ist. Nicht mit Abstand, aber mit ein bisschen Abstand. Und dafür kriegst du 350 Punkte. Nice. Gibt so viele Affenarten, ist ja crazy. Krass. Ja, gibt richtig viele Affenarten. Ist krass. Das ist krass. Ja. Frage zu. Franzi gibt mir die 8 letzte Frage. Ja, ich gehe mit Lindas Aussage mit. Ich nehme auch nochmal Mathe-Mann 350, damit es keine doppelten Punkte gibt. Und ich nehme das zweite. Zweite. Dann machen wir Mathe-Mann jetzt einfach weiter. Mann, ist Weil es so schön war. Rechnet doch bitte mal das durchschnittliche Alter von Graupapageien in Gefangenschaft mal die niedrigste Leistung eines VW-Ups in PS. Okay, ich habe keine Ahnung von Autos. Was? Das heißt, das denn die niedrige Leistung? Ja, es gibt ja Autos immer in verschiedenen PS-Ausführungen quasi, so, weißt du? Ja. Es gibt Autos mit so viel PS und so viel und der VW Up mit, das Modell vom VW Up mit dem wenigsten PS. Was ist denn ein VW Up? Ach, mal, ne? Nicht durch, ja. Ich hab ehrlich gesagt keinen Plan, was ein VW Up ist. Also mal. VW Up kenne ich, das ist so ein kleines Auto. Schreib doch Porsche oder so. Ich hab gar nichts mehr. Was ist denn die niedrigste Leistung in PS, dass ja ich Naja, die Max, du hast halt die, du hast ja immer PS, also Pferdestärken von Autos. Ja. Und dann gibt es wahrscheinlich bei VW oder bei den VW-Ups quasi dann verschiedene Modelle und die mit der geringsten Pferdestärke, also weiß ich nicht, 120 oder das so. Das langsamste Auto im Endeffekt. Also mein Mazda hat 72 PS. Das ist vielleicht nichts zur Sache, aber es ist verdammt wenig. Wie viel hat dein Mazda? 72 PS. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach so.
Wir mimen uns hier einfach wieder durch. Wie viel PS hatte dein Autowähler? 72, aber es ist ein Mazda. Ich brauche irgendeinen Richtwert. Bei Autos bin ich genauso raus wie bei Fußball. Same. Aber es gibt halt auch Autos, die noch weniger Leistung haben. Ich habe mir auch einen angeguckt, der hat 61 PS, aber den hätte ich nicht nehmen können, weil sonst kommst du in Österreich hier nicht weit. Alles klar, gute Info. Ihr kriegt einen Timer jetzt von mir. Ich muss das Ergebnis ja noch hinschreiben, scheiße. Mach doch mal. Oder? Ja, müsste. Kopfrechnen nicht mein Ding. Ah. Ach, was soll nein, ich da noch sagen? Oh nein, ich hab mich verrechnet. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich gebe dir jetzt nochmal frei. Nein. Du kannst das Ergebnis gerne hinschreiben. Warte mal. Zack, jetzt kannst du. Warte. Dann locken wir wieder und gucken an, was ihr gesagt habt. Ihr musstet rechnen, das durchschnittliche Alter von Graupapageien in Gefangenschaft mal niedrigste Leistung eines VW-Ups. Was habt ihr mir hier gegeben? Wir haben einmal von Philipp 40 Jahre mal 80 PS. Von Linda 75 Jahre mal 70 PS. Von Franzi 42 Jahre mal 137 PS. Und von Vela 15 Jahre und 65 PS. Oh nein, die wären ja viel älter. Die wären tatsächlich viel älter. Papagei wird durchschnittlich 60 Jahre alt und VW Up hat durchschnittlich, oder das niedrigste, da sind wir bei 60 PS. Und damit kommen wir auf ein Ergebnis von 3600. Und damit ist Philipp mit 3200 am nächsten dran. Das kann doch nicht sein. Die 350 Punkte. Ich hatte doch die besseren Zahlen. Ich verstehe hier alles gar nichts mehr. Ja, aber wieso, Philipp. Wie funktioniert Mathe? Ich verstehe nichts. Dadurch, dass du bei beiden zu hoch gegangen bist, ein bisschen, geht deine Zahl halt auch schnell nach oben. Und Philipp hat einfach durch Glück ein bisschen näheres Ergebnis. Ja. Bin so sauer. Wähler. Ja, dann mach mal Mathe-Mann 4, damit ich die doppelten Punkte bekommt. Mathe-Mann 4. Jetzt machen wir nur noch Mathe-Mann. Ja, damit das weg ist hier, der Mist. Das ist korrekt, das ist auch richtig. Die Anzahl aller MCU-Filme mal die Anzahl von Herzen, die ein Oktopus besitzt. Oh, das könnte also man Anzahl halt aller Marvel-Filme mal Anzahl von Herzen, die ein Oktopus besitzt. Ach du Scheiße. Oh, wie viel gibt's? Nee, das ist DC, glaube ich. Alter, ich hab gar keine Ahnung. Rechner, wo bist du? Ich mach's so. Ich hab 2% Akku, Alter. Mama mia. Mama mia. Here I go again. Jetzt hab ich ihm verzählt, warte. Scheiße, ich war bei. Nee. Kriegt mal wieder einen Timer von mir. Nein, oh weia. Ich hab noch gar nichts gemacht. Ja, dann muss man anfangen jetzt. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich glaube, es. Wie viel? Was ist das Ergebnis? Warte, stopp. Warte. So. Ah, nein! Ja, ich geb dir nochmal auf, Franzi. Sei gar kein Problem. Ja? Ja. Danke. Sehr gut. So. Habe ich jetzt das Richtige reingeschrieben? Ja. Ihr musstet ausrechnen, Anzahl aller MCU-Filme mal Anzahl von Herzen, die ein Oktopus besitzt. Was ihr mir gesagt habt, ist folgendes. 24 mal 8. Anzahl von der Smash Herzen. Lunatic. Und 24 mal 8 von Linda. Franzi! Wir sind beide dumm!
Hast du auch an Arme gedacht? 30. Ich hab an Gehirne gedacht, glaube ich. Mal 3 von Vayla. Und 30 mal 3 von Philipp. Sprich. Er hatte jetzt 8 Herzen oder 3 Herzen? Ja. Nee, der hat nicht 8 Herzen. Der hat 3. Ich war die ganze Zeit überlegen. Gehirne. So, also Philipp und Vayla haben mir dieselbe Antwort gegeben und Linda und Franzi haben mir dieselbe Antwort gegeben. Das ist sehr lustig. Ein Oktopus hat 3 Herzen und ich glaube 8 oder 9 Gehirne. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das waren die Gehirne, mit denen ihr gerechnet habt. Und es gibt 32 Marvel-Filme. Das heißt, wir kommen auf 32 mal 3 und das ist 96. Und damit kriegen Philipp und Vayla 350 Punkte. Ich habe an, hab an Gehirne gedacht. Ja. Der Oktopus hat 3 Herzen, 8 Arme und 9 Gehirne. Oh, und 9 Gehirne sogar, ja. Der hat aber auch. Warum hat der denn. In seinem Kopf eins. Warum hat der denn von allem so viel? Wenn man den zerschneidet, kommen dann so mehrere Teile raus. Weil dann hat der eigentlich jedes Teil noch ein weiteres Gehirn und so. Ich weiß nicht, ob der alle braucht, um zu funktionieren oder ob das wie so ein Regenwurm ist. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, man sollte da nicht in der Mitte durchschneiden, tatsächlich. Aber ich finde es tatsächlich sehr wild, dass der einfach 3 Herzen und 9 Hirne und 8 Arme hat. So. 8 Arme stelle ich mir mega cool vor. Na? Schon wild. Na. Weißt du? Ja. 8 Arme dürfen Katzen gut das sein. Und ich nicht. Philipp! Ich frage ja nur. Philipp, gib mir doch einfach die nächste Frage stattdessen. Scheiß Katzen. ich möchte gerne. ja, komm, sortieren 350 das vorletzte. Sortieren 350 das vorletzte. Okay. Geil, wir machen mal nicht Mathe, Mann, das ist doch super. Yay. Aber wir machen Gaming. Ihr sortiert mir jetzt bitte die Spiele, folgende Spiele nach dem Erscheinungsdatum, nach dem frühesten Erscheinungsdatum, okay? Das ist ja wichtig. Oder bin ich schlecht drin? Einmal haben wir Valorant. Wir haben GTA 5, wir haben Wii Sports, Overwatch und Red Dead Redemption. Das sortiert ihr bitte von frühestes Release-Datum nach spätestes Release-Datum. Welches GTA haben wir denn gerade? Ist nicht gerade GTA 5? Oh, ich weiß gar nichts mehr. Scheiße. Ah, nee. Red Dead Redemption. Ich hab irgendwas von. Warte mal. Ist das jetzt richtig? Kriegt noch ein bisschen Zeit, wenn er welche braucht. Ich weiß das nicht. Ihr braucht anscheinend keine mehr, deswegen kriegt ihr jetzt einfach mal einen 10 Sekunden Timer von mir. So. Timer ist durch. Und wir gucken mal, was ihr gesagt habt. Einmal von Vayla. GTA, Wii Sports, Red Dead Redemption. Ne, ich hab dich unlocked, ups. GTA, Wii Sports, Red Dead Redemption, Overwatch und Valorant. Wir haben von Franzi, Wii Sports, GTA 5, Overwatch, Red Dead Redemption und Valorant. Valorant. Ja. Ja. So, von Linda haben wir Wii Sports, GTA 5, Overwatch, Red Dead und Valorant. Und von Philipp haben wir Wii Sports, Red Dead, GTA, Overwatch und Valorant. So, war natürlich ein bisschen
Bisschen tricky die Frage. Red Dead Redemption ist wahrscheinlich nicht der zweite Teil, mit der erste. Das ist der erste Teil und nicht der zweite Teil. Sprich, wir haben in 2006 Wii Sports, das ist richtig. Dann haben wir Red Dead Redemption in 2010. Ja. Dann haben wir GTA 5 in 2013. Dann haben wir Overwatch in 2016 und Valorant in 2020. Und damit hat Philipp eine richtige Antwort gegeben und kriegt 350 Punkte. Bada bing. Sehr gut. Schade. Linda, du gibst mir die letzte Frage mit dem normalen Punktewert, bitte. Aber sowas von Mathe-Mann die letzte. Tschüss. Mathe-Mann die letzte. Tschüss. Tisch, Tisch. Nichts mit doppelte Tisch. Punkte bei Mathe. Gleich kommt die Ebene Spinne und holt euch, ey. Ja. Oh, habe ich noch Akku für Rechner? Mach schnell. Oh je. Rechnet bitte die Höchstgeschwindigkeit des schnellsten Autos der Welt in Kilometern pro Stunde durch das Alter von Dagobert Duck. Wenn ich noch eine Autosache höre, Frage, nach der Frage, hier. Frage? Ja. Geht es um Straßenautos oder generell einfach ein Auto, was je gebaut wurde? Oder mit Zulassung? Höchstgeschwindigkeit, schnellsten Autos. Geht es um Straßenautos? Autos, die man einfach so kaufen. Es geht um Autos, die frei käuflich sind, nee, quasi, sind die man einfach so kaufen kann, nichts modifiziert ist. Ne? Ist ja egal, ob du das fahren darfst, so. Es geht quasi einfach um das schnellste erwerbliche Auto. Aber Dagobert Duck, wie alt ist der Typ, ey? Kannst du nochmal das mit dem Auto sagen? Das schnellste, was man erwerben kann? Schnellste frei erwerbliche Automobil, ja. Frei erwerblich. Ja, also nichts, was irgendwie Raketen hinten dran hat oder so. Darf man so viel überhaupt fahren? Oh, Junge. Was ist Auto? Denk dran, Auto? Es geht nicht darum, wie viel du fahren darfst, sondern nur, wie viel das Auto theoretisch fahren kann. Ich habe noch eine Frage zu dem Alter von Dagobert. Da geht's um das Alter also wie alt er quasi in dieser Serie war oder um das Alter der Person, der Figur Dagobert Duck? Diese Antwort gebe ich dir gleich. Okay. Es geht um wie alt er in der Serie ist, oder? Wie alt werden Enten? Ja, weil wenn es um die Figur geht, weil zum Beispiel Mickey Mouse wäre ja, ist ja schon sau alt, weil der, ne, also der ist ja so über 100 oder so. Hüpfer. War jetzt überhaupt das Richtige? Ah, okay. Es geht um das, also um den ersten Auftritt von Dagobert Duck. Also wann, vor wie vielen Jahren man Dagobert Duck das erste Mal gesehen hat, quasi. Und nicht das Alter von Dagobert Duck selbst. Ach du meine Güte, das wird immer schlimmer. Erinnert das für mich? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das erste Mal gesehen. Wann kam denn die Trick, Trick und Track-Dings-Serie. DuckTales, Da kenne ich den her. Aber der war bestimmt vorher in diesen lustigen Taschenbüchern auch schon drin. Gibt's ja auch noch die Dinger, ey. Ja. Mal überlegen, ob das zu niedrig ist. Ey, ich hab gar nichts mehr. Ich mach einfach wieder. Mach mir mal ganz kurz von dem weg, nicht, dass da alles verwirrt wird. So, es geht quasi nicht um das Alter der Figur, sondern es geht darum, wann die das erste Mal erschienen ist, vor wie vielen Jahren. Ne? Okay, super. Oh, Turbulent wie ein Hurricane. So, gib euch einen Timer. Yes, Dagobert Duck. Ich muss wieder. Ist auch wurscht. Ich lasse es einfach so. Ich habe keine Ahnung. Die Die Klammer ist das Gleichzeichen. Das kann ich erkennen, das ist okay. So. Ja. Wir haben von euch folgende Inputs. 410 durch 75. Gott, ich bin viel zu hoch. Ist 5,46. Wir haben einmal 300 km durch 63, ist 4,76. Wir haben 420 km durch 35, ist 12. Und wir haben 499 durch 75 ist 6,65. Das ist viel zu hoch. Nein, es ist nicht viel zu hoch. Das Auto ist 490 km/h schnell und Dagobert Duck ist 75 Jahre alt. Sprich, du bist nicht viel zu hoch. Du bist fast exakt richtig. Die richtige Antwort ist nämlich 6,53 und du bist bei 6,65. Und dafür kriegst du 350 Punkte.
Ich wollte irgendwie zuerst 500 nehmen, dann dachte ich, nee, 500 ist irgendwie zu hoch. Dann dachte ich, was, wenn es niedriger ist. Aber warte, 499. Okay. Warte ja. mal. 490 km/h? Was? Ja, also das kannst du nirgends, das kannst du ich natürlich nirgends Geilte. Ausfahren so, weil es keine Straßen gibt, wo du 490 fahren kannst. Aber es geht ja darum, wie schnell das in der Theorie fahren kann. Ja, irgendwie so ein Lambo, Ferrari oder so. Ich glaube schon, dass die, wenn die auf so einer krassen Rennstrecke sind, so. Ja. Okay. Yes, yes. Antwort war sehr, sehr gut. War extrem knapp dran. Also war ja beides fast richtig, ne? Bis auf 9 km/h. Und dafür kriegst du verdienterweise 350 Punkte. Und jetzt ist Mathemann weg. Linda, keine Sorge. Mathemann ist weg. Mathemann ist weg. Und alles gibt jetzt doppelte Punktzahl. Und Franzi gibt mir die erste davon. Und ihr müsst dran denken, ja. Ihr habt ganz viele Joker und könnt Leute aussetzen lassen und macht, was ihr wollt. Ja, dann fusionieren wir doch erstmal wieder Tiere. Für 700 Punkte. Das finde ich gut. Ihr fusioniert... Kann ich mal... Scheiße, Joker kann ich jetzt nicht mehr benutzen, ne? Zu spät. Du bist aber ein schneller Fuchs, du. Das tut mir leid, Philipp. Ist zu spät. Ihr fusioniert jetzt einfach ein Tier. Ich wollte einen taktisch cleveren Joker benutzen. Naja. Ja, der wäre wirklich taktisch clever gewesen. Für 700 Punkte sagt ihr mir bitte einmal, welche Tiere hier fusioniert würden. Oh, süß. Ein bisschen aus wie ein Niffler. Bisschen, ja. Stimmt. Nur stachliger. Was ist das? So ein... Sag ich sie erst gar nicht. Okay, ja, sag mir halt nichts. Ich gebe euch einen 15 Sekunden Timer. Das sag ich euch. Jetzt natürlich bei dem zweiten wieder die Frage, ist es das oder das? Ja. Aber ich habe jetzt wieder einfach meinen erstens, wie mit dem Lama. Einfach das erste, was ja, dir einfällt. Mit dem Lama nur anders. Ich glaube, ich kann das auch noch. Ja, das zählt. Ja, das zählt. Das zählt, Blesk, oder? Sonst mach nochmal auf. Komm, schreib's kurz aus. Warte. So, lock. Jetzt muss ich ganz kurz mal was checken. Eine Sekunde. DuckTales. Müssen wir so Brainlag-Kinderserien machen, das wäre richtig cool. Welches findet ihr ist das beste Intro von Kinderserien? Darkwing Duck. Oh, ist auch stark. Oh, das habe ich geliebt, Alter. 2-1, Risiko. Darkwing Duck. Oh, ja, mir ist Captain cool. Baloo. Oh, Baloo und seine Crew. Baloo. Ja, oh mein Gott. Das war geil. Nein, wisst ihr, was das Beste ist? Das mit dem fliegenden Buch, mit den Märchen. Oh, Simson und Grimm. Ja, das ist das Beste. Ja, das. Zeig das dir es. Das Märchenland. Wisst ihr, was auch und gut ist? Liebe und die Freundschaft zählt. Das Tier, welches wir hier aus 2 Tieren erschaffen haben, und ihr habt mir gesagt, aus welchen 2 Tieren, und wir gucken mal nach, ob ihr recht hattet, okay? Wir haben nämlich hier einmal von Philipp Igel und Krokodil, wir haben von Linda Igel und Alligator, wir haben von Franzi Igel und Krokodil, und wir haben von Vela Igel und Schildkröte. Oh, so. Kann ich schon mal sagen, für Igel kriegt ihr alle Punkte. Ist das ist sehr gut. Das ist sehr allerdings ist die Schildkröte nicht richtig. Schade. Und dann haben wir natürlich jetzt den Unterschied zwischen Alligator und Krokodil. Na, ähnlich wie beim Lama und beim Alpaka. Ein Alligator hat eine breite Schnauze und ein Krokodil hat eine kleine, dünne Schnauze. Oder eine dünne Schnauze. Ach, und in dem die ist Fall schon sehr dünn. Ist es... Average. Igel gigantisch. Und Krokodil. Ja, der erste Gedanke, Linda. Sprich, Philipp. Das war mein erster Gedanke, blöder. Lecker Schmecker. Und Franzi kriegen die volle Punktzahl, Linda kriegt die Hälfte und Wähler kriegt auch die Hälfte. Das macht Flo aber gleich. Ich
So, Bella gibt mir die nächste. Bitte. Wer weiß sowas? 500. Ich mach wer Joker, Bella macht Kaffeepause. Och nein. Doch, du musst aussetzen, das tut mir leid, schrecklich. Wähler muss aussetzen für wer weiß sowas 500, richtig? Mach richtig, oder? 500, nicht 600. Das war, glaube ich, taktisch unclever. 500. Naja. 500, ja, sehr gut. Wer weiß 500, wer weiß sowas 500, mal 2 ohne Wähler. Frage von mir für euch ist, was ist der andere Künstlername vom Tiger King? Ah. Tiger King? Lion King. Oh. Der, was? Hä? Das ist doch der, ach, ich sag nichts. Sag mal was, Willi. Nee, sag mal, ich weiß auf jeden Fall, wer das weiß, aber ich weiß es nicht. Ich hab das immer noch nicht geguckt auf Netflix, die Doku. Da bin ich raus. Das ist für eine doofe Frage für 500, muss ich immer sagen hier. Warum denn? Ich hätte Wähler weiß es. Ja, ganz bestimmt. Das wären meine Punkte gewesen. Gib euch mal einen 50-Sekunden-Timer. Das weiß ich nicht. Knossi. Angela Merkel. Niemand weiß es. Timer läuft durch. Ach Mann, jetzt habe ich den Joker voll gewastet. Ich bin du hast den Joker gewastet, Wähler. Hättest du es gewusst? Natürlich ist es Knossi. Easy. Es ist nicht Knossi. Nee, ich habe keine Ahnung. Es ist Joe Exotic. Das habe ich sogar schon mal gehört. Joe Exotic. Oh my goodness. Kriegt aber niemand die Punkte für. Schließen. Wähler hat den Kaffee ausgetrunken. Und Philipp kann mir die nächste Frage geben. Ja, sag's uns, Philipp. Ja, welche nehmen wir denn, wo ich wahrscheinlich nicht mitmachen darf, ne? Ich brauche ja 600 Punkte, ne? Haben wir alle noch die Kaffeepause? Ja. Ja, komm, wir machen wer weiß sowas. Ich gebe Kaffeepause. Ja, dann mache ich hier die Kaffeepause. Ja, einer von uns, bitte. Linda, was soll das? Ich bin Zweiter. Friss meine Kaffeepause. Boah, okay. Ich merke mir das alles fürs Pen and Paper. Linda ist die Beste. Ja, okay, Linda macht Kaffeepause. Das heißt, ich darf jetzt gar nicht mehr mitmachen wahrscheinlich. Du darfst hier nichts, wir haben alle noch eine und die geht alle an dich. So. Das ist eine Verschwörung. Ist das der von Joe in... Ist das der Joe von Joe and the Crocodiles? Das kann sein, ja. Vielleicht ist es der Joe sogar. Der ist noch hier. Aber dann wärst du nicht der Tiger King, sondern der Kroko King. Crocodile King. Klingt auch ein bisschen cooler, ehrlich gesagt. Kroko King. So. Philipp darf nicht mitmachen und was hat er genommen? Ich hab's schon wieder vergessen. Wer weiß sowas 600? Wer weiß sowas 600, ja. 1200 Punkte. Das ist natürlich schlau gewesen von dir, Philipp, weil du dachtest, dass bei Sortieren leichter Punkte rumspringen. Weiß nicht, ob er das sagte, vielleicht auch nicht. Aber wir machen erstmal wer weiß sowas für 1200 Punkte auf. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. So weil die ist Fußball. Die ist brutal. Ja, die ist brutal, die Frage. Die ist wirklich brutal. Die war wirklich brutal. So, pass auf. Wer ist der Erfinder des World Wide Web? Vielleicht ist er auch nicht brutal und ich habe einfach keinen Plan, aber. Ich würde gerne von euch hören. Das ist, hat sich erledigt. Das weiß man doch also. Mancusin. Ich glaube, eine Frau hat das Internet erfunden, aber ich weiß das nicht mehr. So nämlich. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. Keine Ahnung. Nee, eine Frau hat den ersten Code geschrieben für unseren Computer oder so. Das war nicht Internet. Ach, ich habe keine Ahnung. Mach zu. Ich gebe euch mal einen Timer. Das wird, glaube ich, generell ein bisschen schwierig. Wer soll sowas denn wissen? Philipp, hättest du das gewusst? Ja. James Webb war das. James Webb, James Webb Teleskop. Richtig, ja, das Teleskop war, macht er auch noch. Er macht beides, ist so ein richtiger Businessmann. Der findet einfach die ganze Zeit Sachen. Nein, es ist nicht James Webb gewesen. Ihr hattet alle keine Ahnung. Ich hatte auch keine Ahnung. Habe ich zum ersten Mal gehört. Was krass ist, weil das Internet ist ja an sich... Eine coole Erfindung eigentlich so. Eine coole Erfindung.
Weiß auch gar nicht, wie unumstritten das ist, wer genau das jetzt erfunden hat, aber einer, der damit reinzählt, ist Tim Berners-Lee. Und das wusste niemand. Das ist richtig, muss man auch sein, wenn man das Internet erfindet, ne? Und das wäre die richtige Antwort gewesen und dafür kriegt niemand Punkte. Und Philipp hat seinen Kaffee ausgetrunken. Hat's geschmeckt? War nein, gut. Ich hasse Kaffee. Cappuccino? Ich mag gar nichts in die Richtung. Denk dran, ihr habt auch noch eine Kaffeepause. Erstmal gibst du mir jetzt die nächste Frage, Linda, bitte. Okay, ich gebe jetzt die nächste Frage und wundere mich, ob vielleicht noch jemand seine oder ihre Kaffeepause benutzen möchte, denn ich nehme so... Oh, ich sehe da, Wähler meldet sich. Ja. Hier dieser Philly, den würde ich gerne eine Kaffeepause machen. Ich nehme sortieren das obere. Okay. Sortieren das obere. Aus dem Kaffee. Ihr sortiert bitte einmal nach Spotify Plays. Oh. Folgende Lieder. Oh. Das nach Spotify Plays, okay? Ja, ich, Linda, das wird alles zurückfeuern irgendwann. Versuch's doch. Wenn ich irgendwann meinen Präsidenten voten kann, dann wähle ich Linda. Dankeschön, vielen Dank. Vampire von Olivia Rodrigo. A banger. Guter Song, ja. Cruel Summer von Taylor Swift. Misery Business von Paramore. Oh, Flowers von Miley Cyrus. Und Wannabe von Spice Girls. Oh mein Gott, das sind ja alles Banger. Willst du nur den Titel haben jetzt? Ja, du kannst mir auch, nur den Titel oder nur den Präten schreiben, sodass man es halt einfacher zuordnen kann als nur den Buchstaben. Ja. Und von klein auf beginnend. Nee, genau andersrum. Okay. Was? Von groß nach klein? Oder? Warte mal. Wir haben doch immer von klein nach groß gemacht. Okay, das steht hier einfach, pass auf, das steht hier bei mir einfach noch falsch drinne. Da muss ich, mach mal von klein nach groß, bitte. Macht einfach mal von klein nach groß. Ist das System falsch eingetragen? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber Spotify. Spotify Plays, ja. Oh, ich glaube. So, ihr kriegt nur ein bisschen Zeit, während Flo mich ganz kurz mutet. Obwohl? Hey, jetzt schreibt ihr gerade um. Ich wollte es nochmal sagen. Der war schon gut, der Song. Ich glaube, der hatte doch irgendwelche Rekorde gebrochen. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du wieder entmuten, Flo? Perfekt. So, ihr kriegt einen 15 Sekunden Timer von mir. Okay. Wir gucken uns das mal an. Sortieren ist schwer. Ich gebe zu, dass Sortieren sehr schwer ist. Aber ihr habt das gut gemacht. Und ihr habt Folgendes gesagt. Linda hat gesagt, Vampire into Misery Business, dann Wannabe, Flowers and Cruel Summer. Franz hat gesagt, Cruel Summer, Vampire, Misery Business, Flowers and Wannabe. Und Wella hat gesagt, Misery, Wannabe, Vampire, Cruel Summer und Flowers. So. Die einzige, die den ersten richtig hat, ist Linda. Es ist nämlich Vampire. Das ist einer der... Aber nur, weil der so neu ist. Der ist sehr neu. Ist ja nicht Gutes. Er hat trotzdem schon 470 Millionen, also sehr, sehr viel. Dann haben wir Misery Business von Paramore mit 700 Millionen. Dann haben wir Wannabe von den Spice Girls mit 960 Millionen. Dann haben wir
Cruel Summer von Taylor Swift mit 1,2 Milliarden. Nichts und kann dann nicht. Haben wir Flowers von Miley Cyrus mit 1,53 Millionen. Und da muss ich auch dazu, also ich finde es komplett insane, was? Dass Flowers von Miley Cyrus erster ist mit 1,53 Millionen. Das also ist ja auch gar nicht so alt, oder? Nee, ja, aber also das war so viral auf TikTok, das haben so viele Leute jeden Tag 15 Mal am Stück hintereinander gehört. Ja. Also ich muss sagen, ich wusste, dass Flowers irgendwelche Rekorde gebrochen hatte, weil es ja nach den ersten 24 Stunden schon über 1 Milliarde Aufrufe oder so hat oder Millionen. Ja. Aber trotzdem dachte ich, dass Wannabe irgendwie immer noch so ein Song ist, der so über die Jahre einfach so oft gespielt wurde, überall, dass das irgendwie immer noch Platz 1 ist. Euer Kaffeepause-Joker, der bricht Philipp auch gerade, weil Philipp war der Einzige, der mir die richtige Antwort gegeben hat. Die komplette richtige. Oh. Und was, also wenn aber man jetzt nicht die richtige nicht Antwort hat, ist, kriegt einfach keiner Punkte. Dann kriegst du leider keine Punkte, nein. Mann. Ich weiß, das ist frustrierend, aber trotzdem sehr gut gemacht. Das war halt der eine Wechsel am Ende. Scheiße, Mäuse. Muss man vielleicht bei Sortieren gucken, dass man so Punkte gibt für jedes Richtige, aber na, wir machen das zum ersten Mal, müssen wir schauen. Leider kriegst du nichts. Schade. Checkt sie. Mhm. Schade. So. Dann haben wir die letzte Frage. Sortieren für 700. Gehen wir rein. Oh, ich darf mitmachen, geil. Ja, Franzi hat den Kaffeepause-Joker verschlafen, sprich, wir haben bei der letzten Frage jetzt... Ah, ich hab verschlafen. Ist okay, aber es soll auch jeder jetzt mal mitspielen nochmal. Ja, dann hat Philipp jetzt nochmal die Chance, wenn er das richtig beantwortet und wähler nicht, tatsächlich vorbeizuziehen. Das macht es natürlich sehr spannend. Ist natürlich auch gut. Siehst du, jetzt ist ein bisschen Spice mit drin. Hätte ich von euch gerne einmal folgende Serien sortiert nach Anzahl an Folgen, die es gibt. Oh, okay. Oh Gott, das bleibe nicht schlecht drin. Stranger Things. Vikings. Game of Thrones. Breaking Bad. Sherlock. Ich habe keine Ahnung. Von klein nach groß? Von wenig Folgen bis am meisten Folgen. Sherlock, die Serie, da mit Benedict Cumberbatch? Ja. Boah, also da weiß ich es halt überhaupt gar nicht. Scheiße, wenn man das nicht geguckt hat, ne? Die hatten... Oh, fuck. Ja, mehr weiß ich jetzt nicht. Also, das würde ich, glaube ich, so machen. Das ist nicht richtig, aber ist so. Ja. Gut, ohne noch. Lass mal so stehen. Ich habe nie Sherlock geguckt. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Staffeln das hat. Oh, die ist gut, die muss gucken. Wie viele Staffeln hat das? Nicht viele. Das weiß ich nicht mehr im Kopf. Ich habe auch Breaking Bad nicht geguckt. Ich gebe euch jetzt langsam einen Timer. Oh, Breaking Bad ist gut. Staffeln. Aber ich kann es irgendwie so gar nicht. Ich weiß nicht mehr, welche von den Serien wie viele Staffeln hatte. Also, ich habe sie geguckt, aber ich kann dir nicht mehr sagen. Ah ja, stimmt. Ich weiß, es 50 die Sekunden. Hatte... Ja. Oh, ich bin mir so unsicher beim letzten Scheiße. Na. Ich habe bei meins zweimal, weil ich es noch ändern wollte. Ich mache das nochmal frei, dann ändere das mal ganz kurz ab, so. Weil ich da sehe ich gerade nicht, wie es gemeint ist. Ach, ich weiß nicht, ob ich es da lassen soll. 3, 2, 1 und lock. Okay. Das war die letzte Frage für heute. Ich glaube, ich ginte, nein. Und es geht um 700 Punkte für euch. Das macht tatsächlich bei Philipp und bei Wähler den Unterschied zwischen der 1 und der 2 aus. Könnte. Kann ich noch was tauschen? Zwischen der 1 und der 2 ausmachen. Du kannst leider nichts mehr tauschen, Philipp. Bitte. Nein, es tut mir leid. Da bitte, gibt bitte? Nichts mehr mit tauschen. Nee, bitte, bitte hilft auch nicht. Na gut. Wir haben hier
folgende Antworten von euch. Ja? Da müsste man es irgendwie so machen können, dass man bei jedem erst die erste Antwort sieht. Das wird spannender machen. Aber ich lese es einfach vor. Im Stream sieht man es noch nicht, okay? Ihr habt alle Sherlock als erstes reingemacht. Das ist schon mal richtig. Sherlock hat 13 Folgen. Ja? Die eine Folge geht sehr lang bei Sherlock. Ich glaube 90 Minuten oder so. Es ist so sehr, sehr lang. Länger Serie. Dann haben wir von Philipp, von Smalu und von Vela Stranger Things auf Platz 2 und bei Linda Breaking Bad. Stranger Things auf der 2 ist korrekt. Mit 32 Voll. Folgen. Dann haben wir, ich zeig das jetzt einfach an, ansonsten ist es schwierig. Dann haben wir Breaking Bad bei Philipp. Breaking Bad bei Smash Lunatic und Vikings bei Vela. Oh nein, ich hätte gewonnen, aber ich hab's verkackt am Ende. Warum denn? Weil Vikings mehr als Game of Thrones hat und ich hab's falsch schon gemacht. Philipp hat gesagt, Sherlock, Stranger Things, Breaking Bad, Vikings, Game of Thrones. Dasselbe hat mir Franz gegeben und Vela hat gesagt, Vikings hat weniger als Breaking Bad und Game of Thrones. Sherlock 13 Folgen, Stranger Things 32, Breaking Bad 62, Game of Thrones 73 und Vikings 89. Das heißt, niemand von euch hat das richtig beantwortet. Philipp ist ganz, 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 ganz knapp. Aber ich ja auch, ich habe die anderen zwei vertauscht. Du hast auch nur zwei vertauscht. Ja, nur Breaking Bad ist falsch. Ja, klar. Ja, Mama mia. Naja. Weil die scheiß letzten Game of Thrones Staffeln so wenig Folgen haben. Wähle auch. Also, ihr habt schon alle einen relativ guten Dreher gehabt, aber jeder hat einen Dreher drin und damit kriegt niemand Punkte. Philipp auch nicht. Das heißt, wir haben unseren Endpunktestand. Philipp, du bist nicht mehr vorbeigezogen. Wir haben Linda Kaffeepause. Ich bin so wütend. Auf Platz 4 mit 1725 Punkten. Ich hab dich spielen lassen. Mit einer großartigen Leistung und einer Klatsch-Kaffeepause tatsächlich. Die war wirklich Klatsch, weil Philipp die 700 Punkte gekriegt hätte. Smash Lunatic auf dem dritten mit 3925. Extrem stark angefangen und auch gut weitergemacht. Ja? Vor allem Ohrwurm war absolut insane. Philipp auf dem zweiten Platz. Absolut wild, dass du mal nicht Erster bist bei BrainLag. Mit 5.525. Und Vela auf dem ersten Platz mit 6.150 Punkten. Na? Wrong. GG. Sehr gut. Song. Ja. Ihr habt alle sehr gute Momente dabei gehabt. Ich fand, aber Ohrwurm bei dir, Franzi, war... Das war insane. Da habe ich kurz rüber geguckt, ob du irgendwie am PC dranhängst oder so. Ich habe keine Ahnung. Nach einem Ton so... Du bist reingehackt. Nach einem Ton hier, Kammer Chameleon, raff ich nach wie vor nicht. So. Ich bin aber ehrlich froh, auch, dass dieses Quizformat, das hier normalerweise machst du das mit Allgemeinwissen, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du es mit Tieren gemacht hast, oder? Ich mache das immer mit, also manchmal mit allgemeinem Wissen, aber selten. Normalerweise machen wir immer so einen Schwerpunkt quasi. Ah, okay. Und diesmal war so Schwerpunkt Tiere und ab und zu mal vergessen, dass wir Schwerpunkt Tiere haben. Und Krabben. Ja. Nee, das war nämlich actually gut. Ich bin nämlich richtig schlecht, was so Allgemeinwissen angeht. Da hätte ich bestimmt irgendwie nur Punkte gemacht. Aber so Tiere ist, glaube ich, ganz fein gewesen, weil ich Biologie studiert hatte. Oh, das hast du vorher gar nicht dazu gesagt. Das hat sie vorher gar nicht gesagt. Also ich finde, das sollte ich kann es nicht am Anfang sagen und dann reinscheißen. Das ist doch auch kacke. Das hast du so am Ende so. Ich habe übrigens Biologie studiert. Ja, ist ja trotzdem cool. So, ich fand so Tierfragen kann ja jeder theoretisch beantworten, aber manche sind halt trotzdem einfach so schwer oder so Arten und Gattungen und keine Ahnung. Also ich fand es ganz cool und ich bin sehr dankbar, dass ihr alle mitgemacht habt. Danke fürs Einladen. Danke 4 Stunden für die sogar Einladung. Fast. Danke fürs Mitmachen. Ja. Danke fürs Mitmachen. Na, wir sammeln nach wie vor Spenden unter spenden.less.tv fürs Tierheim Berlin. Ja. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht mal drauf guckt, wenn ihr einen Euro über habt. Und ihr seid entlassen, weil ihr wollt bestimmt irgendwann mal schlafen gehen.